So, dann fangen wir mal an hier. Hallo, herzlich willkommen, MDB in Spe. Das ist jetzt die fünfte Sendung, glaube ich. Ja, die fünfte, die ich hier mache mit Gästen. Heute habe ich bei mir die Martina, den Herbert und den Robert. Und wir wollen mal schauen, dass wir uns vielleicht einfach der Reihe nach vorstellen. Wir fangen mit Martina an. Ja, hallo, ich bin Martina Flasch, at Drachenrose auf Twitter. Ich bin stellvertretende Bundespressesprecherin der Piratenpartei, mache also eine Menge Gedönse, erlebe auch viel, bin 44 Jahre alt und ich glaube, damit ist das Wichtigste auch schon gesagt. Das Wichtigste, okay. Dann schalten wir doch um zum Herbert. Ja, ich bin Herbert, kennt ihr ja schon alle, ne? Herbert Förster, hier aus Frankfurt, bin seit 2009 bei der Piratenpartei. 2010 habe ich den Kreisverband in Frankfurt mitgegründet, war dort erster Generalsekretär, ging dann nahtlos weiter, man gönnt sich ja sonst nichts, Kommunalwahl, jetzt Stadtverordneter für die Piratenpartei im Römer hier in Frankfurt. Ab und zu ein bisschen Sepp hat mich angesteckt, ein bisschen Video streamen. Also wir streamen ja auch unsere Fraktionssitzung. Gestern habe ich mal per Handy versucht, vorgestern den politischen Donnerstag zu streamen. Viele Interessen. Bin 46 Jahre verheiratet, Kinder, Kaufmann in Vollzeit und politisch im Ehrenamt mindestens genauso aktiv. Okay. Hallo Sepp. Ja, okay. Der Ton war zu leise, kam auf Twitter. Okay, also ich bin der Robert Stein-Holzheim. Ich bin 51. Ich lebe davon, dass ich Seminare halte, Trainings halte, Leute coache. Ich bin erst kurz dabei. Ich bin erst im Herbst letzten Jahres zum Piraten eingetreten. Nach Stammtischen in Wiesbaden, kennenlernen von Christoph und den ganzen Leuten in Wiesbaden, die jetzt alle so diese Explosion verursacht haben, mit der ich nicht so ganz einverstanden bin. Und habe mir das von außen immer angeschaut und habe gedacht, was machen die da bloß in der Pressearbeit? Und dann habe ich unheimlich schnell genau die richtigen Leute kennengelernt, nämlich auf dem Bundesparteitag in Bochum die Martina. Und seitdem rühre ich mit, was ich nur mag. Okay, ich weiß nicht, ihr kennt euch hoffentlich so ein bisschen oder ich glaube, im Teil. Ich glaube, ganz gut. Okay, weil wir hatten immer dieses am Anfang jeder Runde, was ich gerne heute auch nochmal machen möchte. Sagt doch jeder mal was Positives über den anderen. Okay, dann fange ich mal an. Ich fand die Kampagne Herbert, super Herbert, damals zum Oberbürgermeisterwahl, da habe ich den Herbert kennengelernt und bin dann auch damals in die Kampagne direkt mit eingestiegen und das hat unglaublich viel Spaß gemacht. Also mit Herbert kann man tolle Sachen machen, der macht auch immer mit. Das schätze ich an nicht, Herbert sehr. Nicht über Humor. ja, und mit Robert, wir unterhalten uns über Pressearbeit, wir unterhalten uns über die Piraten. Wir können einfach gut miteinander, weil ja, er A, sein Metier unglaublich beherrscht, er also fachlich sehr, ein sehr wertvoller Mensch ist und ja, piratentechnisch das Herz absolut auf dem rechten Fleck hat. Eieiei. Ich werde schamesrot. Ja, also ich muss das mal toppen. Ja, schwierig. Ich habe die Martina kennengelernt, nachdem ich in Bochum das erste Pressebriefing mitbekommen habe. Das hat nicht Martina gemacht und ich wirklich erschrocken war. Habe ich dann in der praktischen Umsetzung, ich war dann gleich im Presseteam, habe da mitgeschrieben und bin da rumgerannt, habe Kontakte gemacht und so, die Martina kennengelernt und dann war ich sofort sehr beruhigt, als ich wusste, da ist eine Kämpferin, die dieses Schwert trägt, bis es auch wirklich drinsteckt und gemacht ist und funktioniert und das hat mir Hoffnung gegeben für die gesamte Pressearbeit und deswegen bitte ich dich inständig, mach es weiter. wir beide kennen uns gar nicht, also nur so mal gesehen. Ich fand diese Aktion, auch du kannst Herbert sein, total lustig. Also den Humor habe ich sehr gemocht.
viel mehr kann ich über dich noch nicht sagen. Du scheinst einen guten Job im Stadtparlament zu machen, aber das kann ich auch nicht wirklich beurteilen. Ja, lege ich gleich mal los. Ja, Martina. Martina habe ich kennengelernt, gleich mit der großen Schnauze. Und genau das schätze ich eben auch, dass du sagst, was du denkst und auch tust, was du denkst und nicht mit deiner Meinung hinterm Berg hältst. Und ich denke, das ist das Wichtigste, was man von jemandem erwarten kann, mit dem man zusammenarbeitet, Politik macht. Und auch die Unterstützung im Wahlkampf. Waren ja doch nicht so viele Leute im OB-Wahlkampf, die unterstützt haben. Du warst da dabei und hast wirklich, wo du konntest, auch im Hintergrund, wenn du jetzt nicht gerade aus dem Haus konntest, hast du doch geschrieben. Das war sehr wertvoll für mich. Und denke auch für den ganzen Wahlkampf, das hat es ausgemacht. An der Stelle auch nochmal einfach danke an alle, die mitgemacht haben. Auch die Wiesbadener waren ja flott mit dabei. Ja, was du gesagt hast, ne? Also ich kenne dich vom Sehen, ich habe dich mal beim Hessen Campus gesehen und gehört, am Bundesparteitag eher am Rande am letzten, und habe jetzt ganz bewusst mal deine Seite und deine Videos mir nicht angeschaut, weil ich gedacht habe, ich lass dich mal auf mich wirken. Den Eindruck, den ich bis jetzt bekommen habe, ist, du bist sehr wortgewandt und kannst dich hinstellen und loslegen. Das finde ich gut. Das brauche ich. Bist rhetorisch fit. Und mehr weiß ich auch noch nicht. Ja, das kann ich direkt so zurückgeben. Das habe ich auch schon mitgekriegt bei dir. Ja, ist doch gut. Das brauchen wir. Ja, das können wir ohne Ende brauchen. Ja. Okay. Okay. Ich sehe im Pad, wir haben einige Fragen an Robert. Eine Frage ist durchgestrichen worden. Die möchte ich vornehmen, weil die möchte ich vorne rannehmen, weil die ist unfair. Deswegen möchte ich damit einsteigen. Und zwar... ein echter Journalist? Vorsicht, dass du nicht ein echter Journalist wirst. Nein, um Gottes Willen. Okay. Es geht nur noch darum, weil ich möchte nicht unter den Tisch fallen lassen. Ich finde das zwar fies, aber ich möchte das halt einfach auch irgendwie geklärt haben. Du wirst gefragt, das Leben als Abgeordneter ist hart. Wie viel Zeit planst du dir für dein Mandat pro Woche ein? Und dann, insofern du noch zur Dialyse musst, ist dann nämlich die Frage, gibt es wie beim Herbert Rusche so ein Krankheitsfaktor, den man da irgendwie reinschmeißt, warum auch immer. Und wie lässt sich denn beides zeitlich und von der Kraft her vereinbaren? Also es ist ganz einfach. Sollte ich tatsächlich Abgeordneter werden, mache ich nichts anderes. Wo gucken wir eigentlich hin? Dahin? Du kannst jetzt dahin gucken. Also du siehst auf den Bildschirm. Also wenn ich Abgeordneter werde, liebe Freunde, dann mache ich nichts anderes als Abgeordneter sein. Dialyse mache ich seit 30 Jahren. Dreimal in der Woche, circa 8 Stunden Blutwäsche, kommen 2 Nadeln hier rein, 2 Schläuche und so kriege ich 3-mal die Woche das Leben gerettet. Dafür siehst du aber noch fit aus. Eben. Ja. Ich weiß, was die Dialyse bedeutet. Ja, dafür ist es, meine Ärzte, ich müsste längst tot sein. Also mir haben sie damals gesagt, als ich rankam, ich werde garantiert nicht älter als 45 oder so. Da hast du dich aber gut für gehalten. Also. Eben. Und das liegt daran, also vermute ich, und das ist so mein Erklärungsmodell, dass meine Haltung dazu Dankbarkeit ist. Also ich finde es einfach nur geil. Schon damals, wie ich kriegt man so eine Operation, haben sie mich damals von einem Zimmer ins andere geschoben, damit ich mit den anderen Patienten rede, damit die richtige Perspektive kriegen, weil das ist eine Lebensrettung. Und insofern bin ich kein Opfer, sondern ein Gestalter geblieben. Und das gibt Kraft. Weil neben dem, was da in der Frage auftaucht, spiele ich außerdem noch in einer Rockband Schlagzeug. Das ist etwas, was überhaupt nicht anstrengend und was das, man so das ganz haben wir aber auch alle mitgekriegt, dass du Schlagzeug spielst. Stimmt. also ich habe kein Kraftproblem, gar nicht. Kann ich auch noch mal was zu dieser Frage sagen? Ja, grundsätzliches? Ja, klar. Ich finde diese Frage eigentlich erstaunlich, weil gerade wir als Piraten ja auch das Thema Inklusion enorm in den Vordergrund stellen. Und Inklusion heißt, dass wir auch Menschen mit irgendwelchen Einschränkungen voll fördern wollen. Insofern denke ich, sollten wir gerade bei solchen Fragen doch mal daran erinnern, wofür wir Piraten eigentlich stehen. Nämlich, dass wir jeden Menschen ernst nehmen und dass bei uns jeder Mensch eine Chance hat. Das ist das, was uns Piraten ausmacht. Ja, aber ich glaube, ich habe die Frage nicht als böse empfunden, nicht wirklich.
Ich finde die Frage sehr berechtigt. Findest du? Also ja. Ich finde es ein bisschen unfair. Ja, ich finde es auch. Ich find das also irgendwie. Es ist ja tatsächlich so. Dreimal in der Woche, 8 Stunden, ich schlafe dort. Ich mache das nachts und schlafe dort. Ich fahre da abends um 10 hin, okay. Krieg die Nadel in den Arm und penne. Und stehe am nächsten Morgen ich auf. Ich weiß gar nicht, dass man das machen kann. Ja, das ist fast schon entspannt. Geht jetzt wisst ihr es an. So kann man das machen. Man kann das auf Reisen machen. Es gibt andere Leute, auch Journalisten, die ich kenne. Zum Beispiel dieser eine Klimaforscher aus Hamburg, der Inder. Nicht der Junge, der Ältere, der ist auch Dialysepatient. Also man kann das machen und wenn man das annimmt und das gut organisiert, dann ist das kein Problem. Aber ein Laie weiß das nicht. Und deswegen finde ich die Frage durchaus berechtigt. Also völlig in Ordnung. Ja, also ich fand die Frage jetzt auch nicht so schlimm. Ist eben, Gott sei Dank ist sie geschrieben. Ich hätte vielleicht gern mal den Ton dazu gehört, aber der ist mir nicht wichtig. Das ist eine Sache, die man klären sollte im Vorfeld, denn im Nachhinein wird sie die Presse dir auch stellen. Und genau. Ich finde das okay. Ja. Es ist raus, du konntest Stellung zunehmen und du hättest auch sagen können, wenn dir die Frage nicht passt. Und da wäre es auch okay gewesen. So ist es. Und für mich ist es eher so, es gibt dir die Gelegenheit, ein Beispiel zu leben, wie man unter harten Umständen produktiv sein kann. Okay. Wobei ich sagen muss, ich sehe das halt einfach als einen Punkt, das ist eigentlich eine private Sache, die ich fand es interessant, das war, wie gesagt, beim Herbert Ruschel, der angesprochen wurde auf Krankheit. Was hatte der? Ich weiß gar nicht. Diabetes, glaube ich, oder? Das auf jeden Fall. Und der ist auch stärker krank, aber da kann ich jetzt gar nicht, will ich auch gar nicht zu sagen weiter. Aber er ist auch seit Jahren krank und lebt damit und arbeitet damit. Und beim Christian Bethke war die Frage nach seiner Tätigkeit bei Lehman Brothers, dass er ja Investmentbanker gewesen sei, was er klargestellt hat, dass es nicht ist oder war. Und das sind so Dinge, die finde ich halt immer wieder erstaunlich. Also ich meine, das sieht man ja jetzt hier öffentlich, von daher brauche ich es auch nicht irgendwie unter Teppich fallen lassen. Ich frage mich halt einfach, muss das sein? Weil ist das nötig? Weil wie Martina sagt, jeder hat bei uns eine Chance. Ich betrachte die Frage als Flanke. Weil jetzt musst du dich mal überlegen, jemand, der eigentlich schon längst tot sein soll und dreimal in der Woche an die Dialyse geht, wieso engagiert er sich bei den Piraten? Mit der wenigen Zeit, die er hat. Und deswegen nehme ich das mit dem Herz an der richtigen Stelle nämlich genau an. Weil ich mache das, bis ich von der letzten Dialyse nicht mehr aufstehe, Freunde. Alles klar. Ja, das ist der Sinn der Übung. Dann geht's halt weiter an dich weiter. Wir können dann ja vielleicht auch noch ein bisschen. Vielleicht kann mal jemand anders meine Fragen beantworten. Deine Fragen waren auch keine Frage an Robert. Martina beantwortet. Ja, ich mach das alles. Okay. Robert, du hast dich nicht auf eine Ochsentour auf die Stammtische eingelassen. Hat das jemand von euch? Hat jemand von euch eine Ochsentour auf die Stammtische gemacht? Können wir gleich besprechen. Weshalb? Sieht der Medienprofi in echt anders aus oder was kommt zum Vorschein, wenn man an der medialen Oberfläche ein wenig kratzt? Beantworte ich erstmal die erste Frage. Ja. Eine Ochsentour, alle Stammtische besuchen, um da guten Tag zu sagen, da kriege ich ein komisches Gefühl bei, ja? Kriegst du ein Gefühl bei, wenn du dir jetzt überall rumfährst und überall sagst, hey, ich bin Kandidat und hey, wähl mich und so weiter. Das ist, finde ich, sehr werblich. Also fühlt sich für mich erstmal komisch an. Mal auf 1-2 Stammtische zu gehen und da guten Tag sagen, finde ich völlig angemessen. Aber das war bei mir überhaupt gar nicht im Plan drin. Und die, also das führt gleich in den zweiten Teil der Frage, nämlich der Medienprofi, das kommt ja so ein bisschen suffisant rüber in der Formulierung, nicht wahr? Als ob ich irgendwie so eine Glasoberfläche hätte. Vielleicht habe ich das auch einfach irgendwie so betont, das weiß man nicht. Na, ich glaube, das ist schon so formuliert. Das ist, liegt jetzt weniger an dir, denke ich. Der Medienprofi hat sich natürlich gedacht, das Einfachste, was man machen kann, wir sind in Web 2.0, nicht wahr? Jeder hat ein Handy, eine Kamera oder so ein Ding, so ein iPad, überall eine Kamera drin. Ich habe auch so eine kleine Digitalkamera, also habe ich da reingequatscht. 4-mal, geht auf YouTube und guckt euch die Videos an, dann wisst ihr noch mehr über mich. Ne? Und das war meine Medienstrategie. Ja? Dazu brauche ich nachts nicht irgendwo unterwegs sein, weil ich halt 3-mal nachts auch an die Dialyse muss. Also mich 10 Minuten vor die Kamera stellen und zu irgendwelchen Themen was sagen, ist ja, also finde ich opportun, passt doch zum Piraten. Ja, das kann auch jeder machen. Das Eben. Ist ja der Witz, ja. Wieso jeder machen kann eine Kamera nehmen. Jeder kann eine Kamera nehmen und so ein Video von sich drehen auf YouTube hochladen. Also verstehst du sowas gemacht? Ich habe dazu einfach keine Zeit. Ach.
Nee, also Ochsentour, das ist ja SPD-like oder CDU-like, wie auch immer. Ja, also, da heißt doch die Ochsentour, wenn du anfängst in der Kommunalpolitik an, dann gehst du in die Landespolitik und dann in die Bundespolitik. Ja. Das ist die Ochsentour. Die Stammtischrunde zu machen, ja, erstmal habe ich auch nicht. Ja, ich habe Familie, ich habe ein Mandat, ich interessiere mich für so viele Dinge, wo ich lieber was Produktives mache. Hast du die 480 Fragen im Wiki beantwortet? Jetzt von... ich habe nicht alle beantwortet. Oh, yeah. Ich habe noch nicht mal Zeit gehabt, so richtig die zu lesen, weil mit Mandat und Vollberuf und Familie bist du ausgelastet. Ja? Du bist also ja auch gut sichtbar. Ich zieh mir das raus und lass mich lieber anhand meiner Arbeit bewerten. Ja? Ja. Und wenn jemand sagt, hier, das finde ich an dem Punkt scheiße, dann sage ich, okay, komm, ich nehme die Kritik an, zeig mir mal, was du meinst. Also bei mir ist es so ähnlich. Wenn ich morgens um 9 Uhr klingelt schon bei mir das Handy und wenn ich ans Handy um 9 Uhr gehe, dann muss ich schon so weit wach sein, dass ich auch halbwegs vernünftige Antworten geben kann. Also das heißt, es geht bei mir also morgens früh mit dem Handy am Ohr los. Dann gibt es unglaublich viele Arbeiten, Pressemeldungen müssen erteilt werden. Es gibt Orgafu, es gibt Presseanfragen, die beantwortet werden müssen. Das zieht sich dann den ganzen Tag durch. Und abends bin ich häufig noch im Mumble, manchmal bis 10, gerne auch mal bis 11 Uhr. Und rede mit den Leuten in den AGs, mache für die, wenn sie Konferenzen haben, die Presseorganisation. Bespreche mit denen, welche Pressemitteilungen kann man erstellen. Gerade so aus den Fach-AGs kommen häufig Pressemitteilungen, die versteht kein Laie. Das heißt, ich setze mich dann mit denen zusammen und die bringen den fachlichen Input und ich bringe das sprachlich in eine Form, dass man es verstehen kann. Das heißt, ich bin also manchmal wirklich von morgens bis spätabends nur mit Piratendingen beschäftigt. Das ist aber meine Priorität, die ich mir gesetzt habe und ich kann da nicht noch auf eine Stammtischtour gehen. Das geht nicht, ja? Das war meine Priorität. Und das Ganze wurde dann nochmal getoppt, weil ich in den Niedersachsen-Wahlkampf noch mit in das niedersächsische Presseteam eingestiegen bin, um das Presseteam in Niedersachsen zu unterstützen. Und da war bei mir Land einfach nur noch unter. Da hatte ich zu nichts mehr Zeit. Ja gut, ich hatte ja gesagt, du könntest ja auch zu Terminen früher kommen. Ich hatte dich ja schon gefragt, du hattest ja auch nicht mal Zeit, dich hier zwei Stunden hinzusetzen. Du warst ja auch schwer unterwegs dann. Okay, das kann man, glaube ich, so auch stehen lassen. Ich finde, so ist das doch super. Die Frage kommt, auch wenn sie für mich gemeint ist, und dann macht halt jeder was zu dem Thema. Logisch. Also ich meine, wenn wir jetzt hier nur Robert fragen hätten, müssten wir auch irgendwie damit umgehen. Ne? Eben. Müssen wir auch reden. Aber es geht ja auch gnadenlos weiter an den Robert, weil du hast dich ja jetzt mit deiner Medienstrategie, in Anführungsstrichen, hast du dich ja jetzt nach draußen gewagt. Du hast Visionen geäußert. Du hast von System-Updates gesprochen. Und da ist dann die Frage, wie du als Abgeordneter diese wichtigen System-Updates, von denen du gesprochen hast, denn einspielen wollen würdest? Ja, also zuerst mal ich denke das sehr bescheiden. Ja? Man kann ja nicht hingehen und sagen, Leute, macht mal die Politik anders. So funktioniert das ja nicht. Ja? Sondern, aber einspielen ist ein gutes Stichwort, sozusagen in Form von Memen. Also sowas wie Gene. Aber ein Meme ist sozusagen ein geistiges Gen, ja, also lässt sich vervielfältigen, weitererzählen und verbreitet sich viral möglicherweise. Und Meme könnten zum Beispiel sein, wer hat eigentlich die Ratingagenturen gewählt und wie kommt es eigentlich, dass die so eine Macht haben? Dann könnte die Erklärung dazu da sein, weil wenn du auf dem amerikanischen Finanzmarkt nicht verklagt werden möchtest, musst du denen gehorchen. Ist ja interessant. Deswegen macht zum Beispiel eine europäische Ratingagentur gar keinen Sinn. Richtig. Das musst du erstmal wissen. Ein weiteres Meme wäre zum Beispiel, jetzt mache ich mal eins für uns, da hat der Alex auch drüber geschrieben, Alex Lessmann, nämlich über die Anmaßung der Lauten, die auf eine absolutistische Art und Weise, das gibt es ja in der Politik ganz häufig, Absolutismus, so ist es und nicht anders, und wer diese Meinung nicht teilt, liegt völlig falsch und am besten rüber runter. Absolutismus erzeugt immer Aggression und Konfrontation. Das würde ich, also solche Meme sozusagen, würde ich in allen Gesprächen, in Reden, in Auftritten, in Schrift und Wort, und ich meine, guckt euch die Videos an, da versuche ich es ja schon, zu streuen, sodass insgesamt eine Bewusstseinsbildung eintritt.
Und ich denke, das ist auch eine der wichtigsten Aufgaben der Piratenpartei, ist ja nicht die Regierung zu übernehmen, darum geht es gar nicht, sondern es geht darum, dass wir eine Bewusstheit haben darüber, was das Netz bedeutet zum Beispiel. Mehr als alle anderen, habe ich gerade heute eine Untersuchung gesehen, war getwittert, 76% der Leute glauben, dass die Piraten die letzte Ahnung haben. Und ich glaube, für die CDU waren nur 10% oder sowas. Ja. Und das heißt, wir werden kompetent gesehen in Bereichen und da können wir Bewusstsein bilden. Das ist hauptsächlich unsere Aufgabe. Genauso wie damals die Grünen der Stachel im Fleisch der Regierenden waren, was dazu führt, dass eine rechte Bundeskanzlerin die aus der Atomkraft aussteigt. Ja, ich denke, man kann ja auch nicht sagen, hey Leute, ich habe hier eine Vision, das ist ganz toll, sondern ich denke, gerade auch als Oppositionspartei wird es sehr, sehr wichtig sein, diese Alternativen einfach mal darzustellen und zu sagen, es geht auch anders. Und das kann man über viele verschiedene Wege erreichen. Man kann sich hinstellen und die richtig bösen, bösen Fragen formulieren und solche Dinge, wie zum Beispiel, warum sitzen in diesem Parlament Abgeordnete, die von Firmen bei vollem Gehalt freigestellt wurden, um politische Karriere zu machen? Das muss man sich mal vorstellen. Solche Leute sitzen im Parlament und es wird nicht thematisiert. Und diese Fragen müssen doch gestellt werden. Und das wird unsere Aufgabe sein, diese Fragen in die Öffentlichkeit zu tragen, um zu zeigen, wie weit Korruption mittlerweile schon verbreitet ist. Dass es etwas ganz Alltägliches ist. Zum Beispiel. Ja. Weites Thema. Es, ja, es geht ja nicht nur um diese ganz großen Dinge, sondern die ganz kleinen Dinge, die nebenbei auf den Fluren mitlaufen, ja. Die oft wahrscheinlich viel größere Wirkungen noch haben als das, was irgendwie an die Öffentlichkeit gelangt. Und die dann erst durch Zufall rauskommen, wie beim Herrn Wolf oder ähnliches. Und so ein Lobbyregister, ja, zum Beispiel einzuführen. Richtig. Das sind natürlich Themen, wo wir Piraten vorne dran sind, aber nichtsdestotrotz sollten wir auch meiner Meinung nach zu allem was sagen können. Darf ich noch kurz zu der Vision was sagen? Hau rein. Also jetzt mache ich mal das ganz große Fass auf. Nämlich, was machen wir hier eigentlich auf der Erde? Oh. Ja, im Moment ist es so, dass die Volkswirtschaften, also die Menschen in den Volkswirtschaften, in den Ländern, der Wirtschaft zu dienen haben. Also sozusagen, was der gesellschaftliche Sinn selbst sei, ist völlig verloren gegangen. Ganz früher war das mal über Religion vermittelt und so weiter. Jetzt ist jeder kann sich selber seinen Sinn suchen. Den Sinn, den sich die meisten suchen, sind die neuesten Handys oder sowas. Und die Frage, willst du reich sein oder willst du sicher sein, dass du gute Beziehungen mit deinen Freunden und Familien haben kannst für den Rest deines Lebens, ohne dass dir jemand dein Haus, Hof oder Essen wegnimmt? Würden, glaube ich, 90% der Leute sagen, reich sein ist mir egal, wenn ich das haben kann. Also gibt es einen gesellschaftlichen Sinn. Und das fühlen ganz viele. Aber die herrschende politische Klasse mit genau dem, was ihr gerade gesagt habt, Korruption, all diesen Verstrickungen und so weiter und so fort, sorgt dafür, dass die Institutionen der Gesellschaft nicht mehr für die Gesellschaft arbeiten, sondern im Sinne der Interessensgruppen, die sie sponsoren und die sie schieben. Und deswegen ist sozusagen mein Hauptspruch, gebt die Gesellschaft der Gesellschaft zurück und entreißt sie aus den Händen derer, die sozusagen das benutzen, um sich zu bereichern, um ihre Interessen zu vertreten und so weiter und so fort. Und damit entsteht ein neuer gesellschaftlicher Sinn. Und das wäre die Vision, dass alle daran arbeiten. Und das Besondere an dem Zeitalter, in dem wir heute leben, ist, es wäre möglich. Ja, also keine Ahnung, 1300 so und sowas gab es einfach nicht genug oder so. Ja. Aber wir könnten mit der Technik, die wir haben, mit den Mitteln, die wir haben, bei gutem Willen diese Erde in ein Paradies verwandeln. Und wir machen es aber nicht, sondern stattdessen kämpfen irgendwelche gigantischen Interessensgruppen im Hintergrund, die man auch ganz schwer fassen kann und so weiter, zum Schaden der Völker. Ja, sieht man ja gerade in Griechenland. Da war ich bin zwar nicht der große Fan von Sponnen, aber diese Fotoserie von den jungen Menschen, die eigentlich keine Zukunft mehr in ihrem Land haben und nicht mehr weiter wissen, das hatte etwas sehr Deprimierendes. Und ich finde es ganz furchtbar, dass in Griechenland eine ganze Generation quasi die Zukunft entzogen wird. Das muss man sich vorstellen. Spanien auch. Eine ganze Generation, die keinerlei Zukunftsaussichten hat. Das kann nicht gut gehen. Das kann nicht funktionieren. Und
Ich denke, da sind wir Piraten dann aber auch als internationale Bewegung letztlich gefordert, Wege zu finden und wenigstens Optionen aufzuzeigen. Hey Leute, es geht auch anders. Warum müssen eigentlich ständig die Banken gerettet werden, während die jungen Menschen ums nackte Überleben mittlerweile teilweise, wenn man sich das in Griechenland anguckt, also da hat es ja jetzt schon Tumulte bei den Lebensmittelverteilungen gegeben. So funktioniert Europa nicht. Das kann nicht gut gehen. Ja, aber ich denke, es sind noch nicht mal die Regierungen und die nur die Banken sind die Bösen, sondern ich meine, da gibt es viele, viele große Unternehmen, die weltweit an den Strippen ziehen, ja, im Sinne des Profits und letztendlich auch dafür sorgen, dass die Leute sich bekriegen und verkloppen wegen Nahrungsmitteln. Ja. Ja, das ist crazy. Und alle wissen, dass das total crazy ist. Dieser Planet ist völlig am Durchdrehen. Das weiß ja jeder. Erna Müller, 74, weiß das genauso. Rentnerin, die aus dem Fenster guckt, wie meine Tochter, die ist 10. Ja, aber niemand steht im Bundestag und sagt das genauso. Und sagt es, ja. Sind wir denn irre? Das ist der Punkt. Wieso retten wir die Banken und nicht die Bürger? Ein Beispiel zum Beispiel. In Reykjavik in Island haben die ja Folgendes gemacht. Die Regierung hat per Regierungsbeschluss beschlossen, dass ein Großteil der Hypotheken, die Privatpersonen an Banken noch zu zahlen hatten, einfach hinfällig sind. Einfach um die Banken zu beteiligen, finanziell, an dem ganzen Crash, der da stattgefunden hat. Das habe ich einmal irgendwo gelesen und dann never again. Und ich habe auch keinen Politiker gehört, der gesagt hat, lassen Sie uns doch mal über das Reykjavik-Modell nachdenken, um die Banken zu beteiligen. Ich glaube, es gibt einige isländische Maßnahmen, die sehr interessant sind, über die du in den Medien nicht viel hörst unbedingt und die man nicht unbedingt hier thematisieren möchte, glaube ich. Also... Eben. Ist durchaus ein Punkt. Wollen wir noch ein bisschen, habt ihr noch ein bisschen Input dazu jetzt einfach direkt zum großen, weiten Visionären oder wollen wir wieder ans Klein-Klein der Fragen aus dem Pad gehen? Ja, nee, klar. Hallo. Also mir ist es egal, natürlich Input für Vision hat man immer, aber sicherlich sind die Leute auch darauf bedacht. Vielleicht geht Fragen ja die eine oder andere Frage dann auf das Thema. Wenn man mich nicht bremst, komme ich immer wieder auf die große Vision. Ah, okay. So, dann wird jetzt hier gebremst und dann geht es an den Herbert. So. Was sagst du als Frankfurter und Pirat zu dem Vereinigungstreffen der Identitären in Frankfurt im Dezember? Wie könnte man ihnen die Luft aus den Segeln holen? Die Identitären? Ja, das die Identitären, habe ich vorhin auch gefragt. Ne? Das sind wahrscheinlich, ich vermute mal, es ist gemeint, die Leute, die auf Köpfe setzen. Nee, ich glaube, Identitäre sind, glaube ich, das ist so eine neue rassistisch-ideologische Bewegung, die daherkommt und sagt, wir sind überhaupt nicht rassistisch und überhaupt nicht faschistisch, sondern wir wollen die europäische Identität schützen und das ist doch etwas Positives. Also sprich, sie machen, das ist so ein richtiger Querblock, der eben halt... schöne Dinge nimmt und sie für seine Zwecke instrumentalisiert. Und wen wollen die draußen halten dann entsprechend? Non-Europäer oder was? Alle, die nicht zu unserem Volk sind. Also man möchte auch kein Multikulti, sondern eine neue Variante, so ein neuer Aufguss am rechten Rand halt. Okay. Also scheinbar schon so ein bisschen was Extremes, ja. Aber sie sagen, sie sind nicht rechts, sie haben nur so Flaggen, die so Kreise haben mit so einem Zacken drin und es kommt irgendwie aus Frankreich wohl. Und das kommt aus dem Film 300. Da hast du doch die wenigen aufrechten Spartaner, die das ganze persische Erbe niedermetzeln. Aber die Bewegung kommt aus Frankreich. Die kommt aus Frankreich und die haben halt diese schönen Flaggen und die sind auch laufen auch sehr gerne uniformiert rum. Und Herbert, du als Frankfurter musst jetzt stoppen. Was heißt stoppen? Ich denke mal, alles, was wir irgendwie versuchen einzuengen, zu stoppen und zu bremsen, wird am Ende im Dunkeln landen und im Dunkeln arbeiten. Und das macht alles keinen Sinn. Wenn wir wirklich auf Demokratie setzen und sagen, wir wollen etwas ändern, wir wollen die Sachen ansprechen, dann muss diese Demokratie solche Leute, egal wie weit sie kommen, wie hoch sie auch kommen, aushalten. Und wir müssen dastehen und unseres dazu tun, um dagegen zu halten. Mit unserer Vision, mit
dem, was wir drüber denken, ja, und notfalls auch auf der Straße, uns dahinstellen und dagegen stellen, egal ob uns dann am Ende, wie bei den Linken geschehen, die Immunität von als Bundestagsabgeordnete oder Landtagsabgeordnete entzogen wird. Also hinstellen, dagegen stellen, wenn wir etwas falsch empfinden. Und das betrifft nicht nur die Identitären, das betrifft im Prinzip ja alles. Und wir haben eine Meinung, wir sind alle Menschen, wir haben einen Verstand, benutzen wir ihn. Robert, möchtest du was ergänzen? Möchtest du sie auch in die Schranken weisen? Also wenn ich das höre, das macht bei mir nur... Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja? Das ist nochmal eine weitere Gruppierung, die absolutistisch, nämlich wir haben die Wahrheit, wie sie wirklich ist, sich hinstellt und das, also wenn man schon mit Uniformen, Flaggen und sowas um die Ecke kommt, dann ist eh schon eine starke Vermutung zum Absolutismus da. Ja? Und Moment, ob das jetzt die Identitären sind oder das warst und diese Menschen gesehen hast, also ich habe ja auch so einen Kapuzenpulli mit so einem Piratenlogo drauf und dann habe ich auch noch so eine Flagge. Ich habe auch Piraten-T-Shirts und ich habe zwei Flaggen sogar. Weil ich als Background brauche für meine Medienstrategie, nämlich vor meiner Klotür stehen und irgendwas in die Kamera erzählen. Ja, tolle Medienstrategie. Wahnsinnsstrategie. Ja, es gibt Leute, die sind einfach wichtig und unentbehrlich. Ja, vorher ist da keiner anscheinend drauf gekommen, doch nicht mal Mülfs. Also, unglaublich aufwendig, ja, Wahnsinn. Lichtgeschwindigkeit. Ja. Tut mir leid, wenn sich einer hinstellt und sagt, wir haben die Wahrheit mit Löffeln gefressen, dann misstraue ich ihnen. Und wenn man das jetzt, gehen wir gleich zum Piraten rüber, wenn du sagst, du hast auch sowas. Ja, so. Ich weiß nicht, das ist ein weiteres Meme, was ich, kann jeder mal googeln, Graves Wertemodell, finde ich super, super spannend. Und wir sind bei den Piraten hauptsächlich, zum großen Anteil sind wir sogenannte Personalisten, also Leute, die eigentlich, denen Beziehungen eigentlich wichtig sind, denen Vertrauen wichtig ist, denen, die keinen Machtmissbrauch haben wollen, die Transparenz haben wollen und so weiter und so fort. Und das Dumme ist, wenn solche Leute unter Stress geraten, und auch die scheinen unter Stress geraten zu sein, ja, sonst hätten die sich so nicht gegründet, also sie fühlen sich gestresst von einer Umwelt, wo sie meinen, wir müssen da jetzt rausgehen und mal sagen, wie es richtig und wahrhaftig ist und so. Und allein diese innere Bewegung finde ich sehr, sehr misstrauisch, weil du hast eine Wahrheit und die will ich erstmal wissen und deine auch, bevor ich sage, ich habe die wahre Wahrheit, die hat nämlich niemand. Und wenn man unter Stress gerät, dann fängt man an, auf einmal aggressiv zu werden. Deswegen ist Absolutismus ein Problem. Deswegen sind die ein Problem, wie jede andere Gruppierung, die sich hinstellt und sagt, wir wissen, wie es ist. Und wir wissen es ja auch nicht. Die Piraten, uns verbindet eigentlich ein Gefühl von einer besseren Welt. Das können wir alle spüren. Das ist also ganz einfach runtergebrochen, gute Beziehung, schönes Leben, keiner stört dich. Ne? Freiheit im Ausdruck, Freiheit von Repressalien, genug Geld zum Essen, ein Dach über dem Kopf, das ist das Minimum. Und dann können wir uns weiterentwickeln und Freude miteinander haben. Und das ist the big vision. Und wenn das auf der ganzen Welt realisiert ist, haben wir alles erreicht. Und wie das genau geht und was da die richtige Wahrheit ist oder das richtige Voranschreiten, das müssen wir im Diskurs miteinander jeweils immer im Einzelnen erarbeiten. Keiner kann hingehen und kann sagen, ich sage jetzt, so ist das Gesellschaftsmodell richtig, macht alle mit. Das war gestern. Da gab es noch Ideologien, da gab es noch rechts und links. Ich bin zum Beispiel auch für diese Rechts-Links-Abschaffung in den Profilen. Totaler Schwachsinn. Ja? Rechts-Links macht überhaupt gar keinen Sinn mehr. Wir haben Probleme und die lassen uns lösen. Und die Piraten sind die einzigen, die außerhalb dieser Nummer stehen. Deswegen halte ich es auch für schwierig, wenn die Piraten sich politisch da einordnen. Darum geht es doch überhaupt gar nicht. Ja? Es geht darum, es gibt bestimmte Probleme, die liegen auf der Hand. Und dann kann ich mich mit ihm hinsetzen oder mit ihr hinsetzen oder mit dir hinsetzen oder mit was für ein Team hinsetzen. Dann können wir gucken, wie kriegt man das gelöst. Und die Grundbedingung, die daran geknüpft ist, ist, wir stehen ja auf dem Grundgesetz, ist die Würde des Menschen als unantastbar. Keiner wird gedisst, keiner wird diffamiert, keiner wird geköpft und so. Ja? Und damit geht es eigentlich ganz entspannt. Mehr braucht es nicht. Vielleicht sollten andere Piraten das Grundgesetz lesen. Ja, wollte ich gerade sagen. Aber von den Piraten nicht sprach, war ich mir nicht so sicher. Ja, aber keiner wird... Ich denke auch, man muss bei dieser ganzen Thematik muss man einfach mehrgleisig fahren. Also natürlich, wenn da irgendwelche komischen Leute auf der Straße rumtouren, dann muss man da sich eben halt auch mal auf die Straße hinstellen und sagen, hey, es gibt aber auch Leute, die das ganz anders sehen.
Ich denke schon, dass das wichtig ist, aber gleichzeitig muss man auch mal gucken, was läuft denn in dieser Gesellschaft falsch? Also je mehr in einer Gesellschaft falsch läuft und je hilfloser sich Menschen innerhalb dieser Gesellschaft fühlen, desto größer ist einfach auch die Wahrscheinlichkeit, dass sie sich radikalen Ideen zuwenden. Das zieht sich ja auch wie ein roter Faden durch die Geschichte. Also wenn man einen Blick in die Geschichtsbücher wirft, stellt man fest, je mehr Krise, desto radikaler die Menschen. Ja? Das heißt, die richtige Antwort muss also sein, die Vision einer Gesellschaft zu entwickeln, in der Menschen auch weitgehend stressfrei leben. Also wenn ich nicht ständig Angst haben muss, dass ich meinen Arbeitsplatz verliere und wenn ich diesen Arbeitsplatz verliere, einer unglaublich unmenschlichen Bürokratie ausgeliefert bin, die mich wirklich auch erniedrigt von Staats wegen, dann erzeugt es bei den Menschen einfach Stress. Ja? Sie wollen diese Situation nicht und kommen eben vielleicht auch auf völlig verrückte Ideen, wie sie einem solchen Schicksal entgehen können. Und dann hört sich das, oh, die Ausländer sind vielleicht schuld, die nehmen uns den Arbeitsplatz weg und dann ist der schuld, wenn ich den Arbeitsplatz verliere. Also dann kommt es zu solchen Kausalschlüssen, die falsch sind, aber für diesen Menschen in diesem Augenblick, in dieser Situation, in der er steckt, einfach richtig erscheinen. Das heißt, da müssen wir auch mit ansetzen. Wir müssen einfach eine humanere Gesellschaft schaffen. Je humaner die Gesellschaft ist, desto weniger haben Radikale eine Chance. Und Religion, hätte ich beinahe gesagt. Ist für mich auch so ein Punkt. Immer wenn man immer hört, irgendwie nach dem Zusammenbruch in Osteuropa und alles, sind sie alle wieder in die Kirchen gegangen, haben nach Antworten gesucht, haben nach irgendwie pragmatischen Lösungen gesucht. Und Gott war eine Lösung, an die man sich halten konnte, irgendwie beten konnte. Und ich glaube, Ideologen haben dann auch gute Chancen, halt einfach in solchen Situationen irgendwie ein Vakuum bei den Leuten zu füllen und einfach einfache, knallharte Antworten zu geben, so ist es und wenn wir das machen, dann ist alles gut. Wobei noch vielleicht erschwerend hinzukommt, dass gerade in den sogenannten kommunistischen Ländern die Kirche ja brutalstmöglich verfolgt wurde. Ich glaube auch, dass das so eine Art Trotzreaktion ist. Und wenn etwas wirklich brutalstmöglich verfolgt wird, heißt es ja nicht, dass es aus den Köpfen der Menschen verschwindet, sondern es heißt nur, es ist irgendwo im Hinterstübchen drin. Ich weiß, es gibt diese Religion, sie ist hier absolut verboten bei drakonischen Strafen. Und jetzt ist diese Strafe plötzlich weg. Das heißt, ich kann also plötzlich diese Religion so radikal, wie ich es auch nur will, ausleben. Und dann kommt es, glaube ich, auch nochmal zu so einer Hinwendung. Also ich glaube, das ist insgesamt eine sehr ungünstige Konstellation im Osten gewesen. Auf der einen Seite eben halt die brutale Verfolgung der Religion, die dann mit einem Schlag frei ausgelegt werden konnte. Und gleichzeitig die absoluten wirtschaftlichen und sozialen Wirren, die es beim Zusammenbruch des Kommunismus gegeben hat. Das war, glaube ich, eine sehr ungünstige Konstellation. Wobei jetzt ich sagen muss, wenn Leute in die Kirche gehen, finde ich jetzt nicht so schlimm, als wenn sie irgendwie Ideologen anhängen. Nee, also ich meine jetzt auch nicht den einfachen Kirchgänger, aber es gibt ja auch in den osteuropäischen Ländern eine sehr radikale Hinwendung in Richtung Religion. Wenn man sich jetzt Polen anguckt mit den Abtreibungsgesetzen und dass Frauen da wirklich ein großes Problem haben, wenn sie ungewollt schwanger sind, das hat ja schon etwas auch damit zu tun, dass dieser Staat eben halt jetzt doch sich wieder so extrem der Religion zugewandt hat. Das ist ja ein Punkt, den wir ja ganz eindeutig vertreten. Ich meine, Religion ist Privatsache, jeder soll machen, was er will in der Hinsicht, aber... Ja. Also man soll das vermeiden, in jedem Fall es zu instrumentalisieren, gerade mit Abtreibungsgeschichten. Also ich denke, viele Abtreibungsgegner sind Atheisten, hängen sich aber an die kirchlichen Bewegungen dran, die gegen Abtreibung sind und instrumentalisieren die in dem Sinne und erzeugen dadurch auch einen Zulauf. Und so ist es eben bei allen. Wir Menschen suchen nach Antworten. Und wir suchen sie, wo es nur geht. Und je größer die Not ist, umso mehr klammert man sich an jeden Strohhalm. Also muss man gucken, dass eben die Not erst gar nicht so groß wird. Und vor allen Dingen, dass es auch gehört wird. Ja. Aber wenn ich mir die Geschichten im Bundestag so anschaue und wenn ich sehe, wie die Leute zu Europa stehen, wie die Regierungen sich zu Europa verhalten,
diesen engstirnigen Nationalismus, der da teilweise gelebt wird. Europa nimmt uns das Brot weg. Da muss man mal von wegkommen und uns wirklich als Gemeinschaft sehen, die gemeinsam solche Nöte leichter bekämpfen kann. Ja, oder überhaupt verhindern kann, dass der jetzt gar nicht aufkommt. Ja, ich glaube, da sind wir uns alle einig. Ja, ich möchte noch eins kurz zu dieser Religionsgeschichte sagen. Ob es sich dabei um Kommunismus oder Katholizismus handelt, ist, also in meinem, wenn ich da drauf schaue, relativ egal. Ja, es sind beides Ismen. Ismen sind geschlossene Systeme, die eine absolute Wahrheit behaupten. Und wenn zuerst eine absolute Wahrheit des Kommunismus verpflichtend war, du hast aber Absolutisten im Volk, also nach Schätzungen sind etwa 70-75% der Menschen auf diesem Planeten im absolutistischen Wertesystem, also hätten gern eine Wahrheit. Das wäre so schön, das wäre so einfach, wenn wir eine Wahrheit hätten und die würde auch noch stimmen. Leider ist es nicht so. Aber ganz viele wünschen sich das. So. Und wenn jetzt die eine Wahrheit gecrashed ist, weil das System ist am Ende, und es kommt jemand anders und sagt dir, und wahrlich, ich sage dir, glaube diese Wahrheiten, das sind drei Unterwahrheiten, ne? Und es ist nicht zu komplex, dann findet er alle die, die ein absolutistisches Wahrheitsbedürfnis haben, die werden sich dem ganz schnell zuwenden. Aber das Problem ist der Absolutismus als solches. Es gibt eben nicht nur eine Wahrheit, sondern die Wahrheit ist über uns alle verteilt. Und erst wenn wir anfangen, das aneinander zu würdigen und auch in seiner Unterschiedlichkeit zu würdigen, ne? Also jetzt auch innerhalb der Piratenpartei, ist es so, wir sind extrem, was ich für unterschiedliche Leute kennengelernt habe in der Piratenpartei in allerkürzester Zeit, es geht auf keine Kuhhaut, unglaublich viele gute Leute, und häufig ist es so, wenn dann einer mal raussticht und stellt sich hin und macht was Besonderes, dann kriegt er statt, hey, geil, dass du deine Besonderheit hier einbringst, kriegt er stattdessen einen Shitstorm. Sage ich da jetzt was Böses, Falsches oder so? Ja? Also, soll ich mal passiert sein? Shitstorm, ja, genau, her damit. Ich verwandle Shitstorms direkt in Gelassenheit. Ja? Ist ein Generator eingebaut. Ja, irgendwann legt man sich sowieso so eine gewisse Shitstorm-Resistenz zu. Und ich finde es eigentlich schade, dass es notwendig ist. Wir Piraten sagen immer, hey, wir wollen das mit dem 2.0 machen. Und dann kommunizieren wir teilweise auf einer Ebene, ja, mein Gott, das ist vielleicht eine schlechte Beta-Version. Da müssen wir auch an uns selbst, glaube ich, eine Menge arbeiten. Wobei wir dieses 2.0, ich mag das nicht, 1.0, 2.0, Politik 1.5, also bitte, wir wollen einfach das System verändern in Richtung eines mehr demokratischen Systems, eines überwachungsfreien Systems. Also für mich war mal die Piratenpartei eben diese Netzpartei, die anerkennt, dass das Internet mein Lebensraum ist, und das geht jetzt alles weiter. Ich meine, mit unserem Sozialprogramm, was wir in Hessen beschlossen haben. Aber so richtig definiert 2.0, dann soll man da doch einfach mal drei Wörter dahinter stecken, die das beschreiben, und immer nur, wir machen Politik 2.0 und die anderen machen Politik 1.0. Die anderen verhindern sich ja genauso. Ich meine, man kann ja auch die grüne Urwahl, kann man ja gerne auch irgendwie durch den Kakao ziehen, dass das nicht so das Tolle war und dass das im Vornherein ja sowieso feststand, dass da einer von den großen 3, 4, 5 gewinnt irgendwie. Es ist eine Veränderung. Es ist eine Veränderung, die stattfindet auch in den anderen Parteien, bei der Programmerstellung einfach, die wir auch mal wahrnehmen müssen. Also das sind kleine Schritte, aber für eine SPD sind es große Schritte, irgendwie mal sich ein bisschen zu öffnen und ihre Basis wieder mal mitarbeiten zu lassen. Also von daher, da sollen wir denen auch ein bisschen Zeit geben. Ja, wir entwickeln weiter und wir bewirken ja schon was. Also die anderen Parteien haben ja gesehen, ob die Piraten haben irgendetwas, was ihnen diesen Zulauf, was ihnen diese positive Stimmung bringt. Und sagen wir mal ehrlich, die haben vielleicht nicht genau gewusst, was, aber die haben ziemlich schnell gelernt, wir müssen etwas ändern, wir müssen offener für unsere Mitglieder werden und mehr Mitbestimmung zulassen, damit sich bei uns weiter was bewegt ist und die Leute nicht davonlaufen. Und man merkt ja auch, sie haben Erfolg damit. Ja? Nur auch wir Piraten müssen uns jetzt wieder weiterentwickeln, nicht da aufhören, wo wir gestanden haben, und müssen sagen, so,
Super, die anderen haben von uns gelernt. Die haben den Meme übernommen sozusagen. Ja, die anderen haben davon uns gelernt. Wir gehen jetzt einen Schritt weiter. Wir nutzen das, die von uns gelernt haben. Ja. Und unser Ziel ist es ja nicht, einfach nur eine neue Partei zu sein, ein anderer Weg, eine andere Wahrheit, sondern unser Ziel ist es ja, bestimmte Sachen zu verwirklichen. Und dazu brauchen wir auch die anderen Parteien. Ja, denn alle. Ich persönlich sage mir, wenn eine andere Partei einen Programmpunkt hat und den auch wirklich umsetzt, der das zum Ziel hat oder mir den Weg zu meinem Ziel erleichtert, dann übernehme ich das. Dann nutze ich das. Und so 2.0, ja, also eigentlich sollten wir schon seit ein paar Jahren weiterzählen, ja, also keine Ahnung, ja, Piratenpartei 2014, keine Ahnung, ja. Also, könnten eine Agenda machen, Agenda ja. 2000X. Ich könnte da jetzt stundenlang was dazu sagen, aber machen wir Fragen vielleicht weiter. Es geht jetzt nicht gleich wieder auf den Teppich zurück hier. In welche Ausschüsse oder Kommissionen möchtet ihr gerne und was wird dort gerade besprochen und behandelt? So, habt ihr Ahnung von der Nachrichtenlage? Wo steht ihr? Also, Martina, wo möchtest du hin? Ja, ich fange mal an. Also, mich würde ganz sicherlich der Ausschuss für Forschung und Wissenschaft interessieren. Ich muss aber auch sagen, wir können jetzt alle davon schwärmen, wie toll wir in viele Ausschüsse gehen, was wir da alles machen werden. Die Ausschussarbeit wird uns, das zeigt die Erfahrung, leider gar nichts bringen. Wenn man sich mal anguckt, die Linke hat teilweise fantastische Gesetzesinitiativen, haben tolle Sachen in den Ausschüssen. Ich möchte nur an die gemeinsame Initiative von Grüne und Linke in Sachen einer progressiven Drogenpolitik erinnern. Das waren richtig gute Vorschläge, die gemacht haben. Und sie sind abgelehnt worden. Abgelehnt worden von der Regierungsmehrheit und übrigens auch von der SPD. Das heißt, wir können in den Ausschüssen, wir können die tollsten Sachen dort machen. Es wird uns nicht helfen. Es kommt noch nicht mal in die Presse. Nirgendwo in irgendeiner Zeitung, in irgendeinem Medium konnte man darüber lesen, wie gut und ausgereift die Vorschläge von Linken und Grünen zu dieser Drogenpolitik waren. Ja. Nirgendwo konnte man es lesen. Und so geht es ständig. Ja? Und uns wird es genauso ergehen. Wir können fantastische Arbeit machen, sie wird nicht gehört werden. So geht es jetzt schon. Deswegen wird es ganz furchtbar wichtig sein. Bildungsprogramm. Ja, natürlich. Deswegen wird es ganz, ganz wichtig sein, gute Redner im Bundestag zu haben, witzige Redner im Bundestag zu haben und damit sehr viel Aufmerksamkeit zu generieren. Einfach nur, wenn da jemand steht und nicht ein bla 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 macht, sondern sagt, hey Leute, und dann eine wirklich fundierte, sachlich fundierte Rede hält, aber auch gleichzeitig sehr volksnah, nicht populistisch, aber volksnah und witzig rüberbringt. Damit können wir punkten. Das wird in die Medien gebracht werden. Wenn wir uns hinstellen und nicht in irgendwelche 0815-Ausschüsse gehen, sondern in die interessanten Untersuchungsausschüsse, zum Beispiel zum NSU-Skandal, und da versuchen, Arbeit zu machen, das wird die Hauptaufgabe sein. Das wird die Aufgabe sein und nicht in irgendwelchen Ausschüssen zu versauern, wo wir sowieso nichts reißen werden. Wobei man vielleicht in der Diskussion in den Ausschüssen zumindest irgendwie Positionen rüberbringen kann, so wie Herbert das ja auch gesagt hat, wie er das vielleicht auch jetzt aus kommunalpolitischer Erfahrung natürlich, und möchte. Da kann man, und an diesem Punkt kann man dann zum Beispiel ganz wunderbar die Arbeit der AGs mit einflechten. Wir haben tolle Bundes-AGs, die richtig, richtig tolle Arbeit machen. Und es ist zum Beispiel, die AG Landwirtschaft hat zum Beispiel schon Entwürfe eingereicht, die sind dann tatsächlich als Referentenentwurf mit übernommen worden. Und das fände ich total spannend. Den AGs zu sagen, hey Leute, das und das läuft gerade in den Ausschüssen, könnt ihr dazu tolle Dinge liefern, die wir als Referentenentwurf einreichen können? Hey, wir haben so fähige Leute und so viele fähige Leute, wir können die Ausschüsse fluten mit sinnvollen Anträgen. Das wird überhaupt nicht das Problem sein. Gut, möchte ich in gewissem Sinn widersprechen. Ein bisschen Diskussion muss ja auch sein. Ja, genau, wir streiten uns jetzt. Nein, also ich denke, Reden sind nicht alles. Ja? Reden sind für die Presse.
Ja, ganz klar. In dem Sinn stimme ich dir zu. Aber gute Arbeit und mit der AG Landwirtschaft sagst du was. Und die Frage war ja auch, was sind die Ausschüsse, die ich will? Ja? Also meine Ausschüsse wären Landwirtschaft, Ernährung und Verbraucherschutz. Und gerade die AG Landwirtschaft, ja, die produziert im Moment Ideen und deren Mailingliste ist so super aktiv, da kommst du kaum im Lesen hinterher. Die schreibt mehr als so manche Kreisverbands-Mailingliste, aber wesentlich sinnvoller. Also ich habe auch noch nicht gemerkt, dass da so gestritten wird. Und was die Ausschussarbeit betrifft, die ist wichtig, die ist unglaublich wichtig. Denn das, über was du dann reden willst, auch im Ausschuss redest du ja, muss fundiert sein. Natürlich. Und wenn du was fundiert erarbeitest, und ich hoffe mal, und das ist ja in den letzten Videositzungen hier schon aufgekommen, dass die Leute, dass die wirklich so mitarbeiten, ja, dass die AGs auch wirklich gut liefern. Und ich sehe dabei bei der Landtag und Bundestagsfraktionen gute Chancen, dass die gut unterstützt werden. Denn ich habe so die Befürchtung, die Leute haben ihre Köpfe, also die Piraten haben ihren Kopf in Landes- und Bundesthemen drin und kommunal, wo sie direkt mit zu tun haben, was sie direkt an ihrem Wohnort betrifft, interessiert sie irgendwie gar nicht, haben die keinen Bezug zu. Ja? Während Bildung Landes- und Bundesthemen bedient und dergleichen mehr. Deswegen habe ich die Hoffnung, dass die Basis da gut mitarbeitet und bin auch ganz hoffnungsvoll, wie du sagst, dass da gut zur Arbeit durch die AGs kommt, wenn die sich nicht selbst bekriegen. Das haben wir ja in manchen AGs auch. Aber die Bearbeitung eines Antrags, den eine Fraktion stellt, der beschäftigt ja nicht nur die anderen Abgeordneten, sondern vielmehr in dem Fall die Bundestagsverwaltung, die sich damit auseinandersetzen muss und berichten muss, inwiefern ist dieser Antrag gut, was lässt sich machen, geht es überhaupt, ja? Ist es umsetzbar oder woran scheitert es? Und wenn die einen Antrag der Piraten reinkriegen, und das ist hier in einem Kommunalparlament nicht anders, dann müssen die sich mit befassen. Und ein Großteil der Anträge, die auch zu Gesetzentwürfen werden können, kommen aus der Verwaltung. Das heißt, die müssen sich in irgendeiner Art und Weise darüber Gedanken machen, die brauchen irgendwo Input, und wenn jetzt ein Antrag von uns einen guten Input liefert, ja, und nur ein Teil, und wenn es auch nur ein kleiner ist, von diesem Input durch einen Antrag Einfluss in diese Arbeit findet, wird es langsam, aber sicher unsere Arbeit voranbringen. Auch wenn wir jetzt direkt keinen Antrag vielleicht durchkriegen, in der ganzen Periode nicht, ja, außer vielleicht, keine Ahnung, irgendeine Partnerschaft mit weiß Gott was. Ja? Trotzdem wird wir wirken. Ja? Ja, aber ich weiß also von Leuten aus der Bundestagsverwaltung, dass die also da kommen natürlich auch gute Vorschläge rein. Die schreiben auch gute Dinge. Und dann gehen die Dinge in die Fraktion. Und dann kommen da die Lobbyisten und schreiben diese Anträge um. Also ich glaube, ich würde mir wünschen, dass es genauso laufen würde. Ich würde mir wünschen, dass wir über kleine Schritte eben halt tatsächlich irgendwo doch mal durch die Hintertür etwas in einen Antrag einbringen können. Aber ich fürchte, dass es auf Bundesebene ganz anders läuft als eben halt auf kommunaler Ebene. Das ist zumindest das, was ich so erfahren habe. Und das von Leuten, die also nicht irgendwie in einer Fraktion sind, sondern die wirklich irgendwo in der Verwaltung sind, zum Beispiel im Bundesamt, da werden ja auch Gesetzesvorlagen erarbeitet und die sagen, ja, wir kriegen tolle Sachen rein, wir schreiben dazu auch was und dann geben wir in die Fraktion und wenn wir das Ding wieder kriegen, erkennen wir das nicht mehr wieder. Und es ist so kaputt geschrieben und, das heißt, und so verbessert, das macht es halt noch schwieriger. Ja. Also, natürlich macht es schwieriger, aber deswegen ist die vordringliche Aufgabe eben, den Sumpf auf den Fluren auszutrocknen, ein Lobbyregister zum Beispiel einzuführen, dass jemand, der mit den Abgeordneten, der mit den Fraktionen, der mit der Verwaltung reden will, sich outen muss beim Eintritt. Wenn ich da rein will, trage ich mich ein, ich bin von Firma XY und das ist mein Beruf, ich möchte mit dem und dem sprechen. Ja? Dann weiß man, wenn der da reinkommt, in dem Moment, wo er mit einem redet, nimmt der Einfluss. Richtig, ja? Aber es wird wichtig sein, dass wir eben halt solche Dinge auch wirklich öffentlich machen. Darüber wird nämlich kaum geredet.
Und das ist, glaube ich, auch mit einer unserer Hauptaufgaben, ja, diese Dinge wirklich lautstark zu kommunizieren. Was läuft da eigentlich alles schief und warum? Also das sind ziemlich dicke, dicke Bretter, die wir da bohren wollen. Wirklich, ja, was, dick. Was wir dazu brauchen, ist eine gute Whistleblower-Plattform. Ja? Piratenleaks-Plattform. Ja. Also ich habe... Bevor du jetzt kommst, also ich wollte nochmal die Frage nur, was wir dort gerade besprochen in den Ausschuss, ich wollte nur mal darauf hinweisen, es wurde ja gefragt, ob ihr irgendeinen Ausschuss, ja, habt, bei dem ihr jetzt gerade momentan aktuell auch da dran seid und nachverfolgt, ob da im Bundestag gerade irgendein Thema ist, was euch speziell interessiert, was in irgendwelchen Kommissionen, Ausschüssen, wie auch immer besprochen wird. Dazu, ja, habe ich gerade keine, ja, Zeit. Also wie gesagt, ja, ich mache von morgens bis abends Piratenarbeit, da kann ich nicht auch noch in irgendwelchen Bundestagsausschüssen reingucken. Das geht momentan, nee, schlicht nicht. Ach, ich habe meine Wahnsinn. Priorität gesetzt und das ist jetzt so. Und wenn dann jemand meint, dass ich eine falsche Priorität gesetzt habe, dann ist das sein gutes Recht, das so zu entscheiden. So wie ich mich entschieden habe, wo ich meine Priorität setze. Ja, nö, ich meine, die haben halt so tolle Sachen wie jetzt mit Bundestags-TV und so. Ja. Aber nichtsdestotrotz, ich war ganz erstaunt. Der Ausschuss Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz beschäftigt sich mit Datenschutz. Datenschutz für Beschäftigte, ja, oder so. Mit Pharmaunternehmen, die Arzneimittelpetitionen und, ja, laufen da auch durch. Ja. Der letzte war allerdings vertraulich. Habe ich auch nichts gefunden, was Sie da besprochen haben. Ja. Aber eben, das ist das Ding. Wir müssen das knacken, ganz besonders. Die Vertraulichkeit in manchen Beziehungen, soweit es nicht den Menschen schadet, mhm, soweit es nicht staatstragende Geheimnisse, ja, sind. Sehe ich da kein Problem, warum da so Geheimnisse manches gemacht werden sollte. Und ich denke auch gerade zum Beispiel bei Verbraucherschutz, da müssen die Geheimnisse mal weg. Ja? So langweilige Dinge wie Ampel für Lebensmittel, ja? Das sagt gar nichts aus. Ich bin ja froh, dass das dieses Verbot der Superlativ und der Versprechungen auf der Packung, das ist super gesund und dies und jenes, dass das jetzt mal weg ist. Ja? Wir werden sehen, was es bringt. Ja, obwohl die Ampel hat auch in Großbritannien, glaube ich, ganz gut Erfolge gezeigt, dieses Ampelmodell. Ja, also dieses Ampelmodell ist auf jeden Fall sinnvoller als das, was wir jetzt auf den Verpackungen haben, weil diese Angaben sind so kryptisch. Da stehen die Leute ja ständig davor und sollen irgendetwas ausrechnen. Ja, das funktioniert doch nicht. Ja. Ja, das funktioniert doch gar nicht. Also eine Ampel, da sehen die Leute wenigstens sofort, okay, das ist wirklich nicht gesund, denn es ist erschreckend, wie viele Menschen nicht wissen, wie ungesund diese ganzen Kinder-Cornflakes, Cornpops und was da nicht alles gibt. Das ist alles aus dem Besten der Milch. Ja, genau, es ist alles aus dem Besten der Milch und die dann völlig erstaunt davor stehen und sagen, ja, das kann doch gar nicht sein. Ich glaube schon, dass ein Ampelsystem eine kleine Besserung. Es ist noch, ja, nicht das Optimum, aber es wäre immerhin schon mal eine kleine Besserung. Es ist ja eben wirklich nur ein Teil, damit der Bürger irgendwas hat, woran er sich halten kann. Ja. Ja. Aber ich meine, das hängt ja noch viel mehr dran, gerade bei den Produkten von Großkonzernen. Ja. Wir leben super gesund, überall Palmfett drin. Was bedeutet das? Auch sogar aus Bioanbau. Ja, aber dass in anderen Ländern Dörfer vertrieben werden, weil da fruchtbarer Boden ist, auf dem man dann dieses Palmfett gewinnen kann. Ja. Diese ganzen Geschichten, das muss ja auch irgendwie mal kommuniziert werden. Ja. Ja? Und das ist was nicht irgendwann auf uns zuschlägt, auf uns einschlägt, sondern das ist ja was uns direkt jetzt schon trifft, ja? Was in unsere Kinder treffen kann, so wie nur ein Pilz, ein Schädling, eine Pflanze, die Monsanto in großem Stil als Samen produziert, als genveränderten Samen. Wenn du diese Genschranke durchbricht, fällt ein großer Teil der Welternährung weg. Und das schlägt sofort auf uns ein. Wir haben Puffer irgendwie für 3 Wochen. Ja. Das ist doch kein Problem. Ja, aber Fragen. Aber der Robert wollte auch noch sagen, in welche Ausschüsse er möchte und was dort gerade behandelt wird. Wollte er vielleicht. Also ich halte es für absurd, zum jetzigen Zeitpunkt genau zu betrachten, welche Bundesausschüsse sich aktuell mit welchem Thema im Detail beschäftigen. Da habe ich weder Zeit dazu, noch geht es darum im Moment für mich. Sollte
der Fall eintreten, dass ich in den Bundestag einziehe, ist mein Hauptthema Bildung. Ich bringe für richtig viel Geld irgendwelchen Managern, die 30, 40 sind, Grundlagen der menschlichen Kommunikation bei. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Wieso lernen das unsere Schulkinder nicht? Das versteht ja meine Tochter, die ist 10. Ja? Liegt vielleicht das völlig, aber sozusagen, es ist tatsächlich so, dass es eben, es werden Millionen ausgegeben für Kommunikationstrainings, Präsentationstrainings, Konfliktlösungstrainings, Führungstrainings, Persönlichkeitsentwicklung, all diese Themen, die es da so im Seminarmarkt gibt. Und ich behaupte, dass du davon 70% direkt in ein Hauptfach Kommunikation oder Hauptfach Was ist der Mensch, ja, spätestens ab der 5. Klasse einbauen kannst. Und wenn ich mir vorstelle, dass allein das, was ich in Basisseminaren, ja, was so ein Jahr lang geht, so eine Basisausbildung, Kommunikationsausbildung, was ich da den Leuten beibringe, das könnte man locker komplett in die Schule bauen, das hätten die Leute fertig, mit der 10. Klasse würden die rausgehen mit genau den Inhalten, die jetzt die Manager von den Konzernen kaufen, und alle würden so gut kommunizieren können und das drauf haben. Das wäre ein anderes Land. Wäre schick. Das sind jetzt so meine persönlichen positiven Träume. Ja? Also ich denke, Bildung ist der Schlüssel, und ich würde es ganz plakativ machen, ich würde vielleicht sogar einen Ausschuss dafür gründen wollen oder ein Bürgerbegehren dafür machen, wir brauchen ein Hauptfach Kommunikation. Willst du dann nicht eher in den Landtag? Weil das Ländersache ist? Ja. Nein, ich möchte den Reach sozusagen grundlegend auf der Bundesebene haben. Ich will, dass alle darüber nachdenken und nicht einer nach dem anderen abarbeiten, dass alle darüber nachdenken, dass du kommst in den Beruf, ich habe an Schulen Vorträge gehalten, ne, so, wenn die so Orientierungsworkshops machen, ne, was machen die, wenn sie von der Schule runtergehen? Ne? Dann habe ich so einen Vortrag, der geht Kommunikation als Schlüsselqualifikation für egal welchen Beruf. Weil kaum bist du im Beruf, kriegst du erzählt, Kommunikation ist alles, du musst besser kommunizieren. Ja und? Und wieso gibt es das nicht als Schulfach? Warum nicht? Hä? Also wenn es überhaupt einen Ausschuss gäbe, dann würde ich den versuchen zu begründen. Okay. Möchtest du es ergänzen, Hannes? Ja, klar. Kommunikation ist alles. Mr. Bildung himself sitzt hier. Ich gebe dir recht. Ne? Ich merke das bei unseren Auszubildenden. Die kommen zu uns in die Ausbildung und verstehen die Welt nicht mehr. Sie müssen mit Menschen sprechen, mit Echten. Und nicht nur von Anfang der Aufgabe bis Ende, sondern wir müssen auch daran denken, wie es weitergeht. Und da hakt es ganz oft. Aber das ist jetzt ein Thema, was nicht unbedingt nur die Schulen betrifft. Ja, also, ich habe halt eine absurde Antwort auf eine absurde Frage gegeben. Wir beschäftigen uns doch jetzt nicht mit den Bundestagsausschüssen. Aber wenn wir davon träumen, dann halt von sowas. Ja? Aber Kommunikation ist wirklich der Schlüssel. Und ich muss sagen, wir waren ja letztes Jahr mit ein paar hessischen Piraten in Kochel am See und haben an einem Institut der Friedrich-Ebert-Stiftung mal eben Kommunikation gemacht. Ne? Einfach, wie leite ich eine Versammlung, wie halte ich einen Vortrag? Ja? Was ist alles Kommunikation? Körpersprache, ja? Ich sage, es ist mir sofort aufgefallen, ne? Da stehst du voll drin. Aber ich habe auch gesehen, was Leute, die es nicht so ganz verstehen, dann mit sowas anfangen. Einer davon, da bin ich froh, dass er während dem Wahlkampf so die Kurve gekriegt hat. Wir hatten schon Angst, dass er irgendwann vor der Bühne fällt, weil er immer ganz staatstragend das Mikrofon geschnappt hat und Richtung Bevölkerung marschiert ist. Denk selbst, ist immer noch ein geiler Spruch, ja. Also der leiert nie aus. Wenn ich von meinem Grundverständnis rangehe und daran interessiert bin, mich mit Mitmenschen zu unterhalten, dann finde ich meinen ganz eigenen Weg. Und als Schulfach sehe ich es jetzt nicht unbedingt. Ich sehe es eher integriert in Methodik, wie mache ich Unterricht, und da ist Kommunikation richtig am Platz. Da wird mir noch viel schlechter. Wenn ich an unsere Lehrer denke, wird mir leider noch viel schlechter. Und was die an der keine Uni allgemeine Lehrerschelte. Nein, die Ausbildung, ich kenne ja Lehrer. Einer meiner besten Kumpels ist ein Lehrer.
Und ich weiß, was die lernen. Und ich weiß, was ich unterrichte, wenn ich Didaktik unterrichte. Und ich weiß, was der über Didaktik weiß. Und da fällt mir nichts dazu ein. Das heißt, wir müssen an die Unis, das ist, wie du sagst, methodisch durchs ganze System müsstest du das durchdeklinieren. Ja? Und das ist eine Revolution, die steht uns, also kommt drauf an, wenn man das geschichtlich sieht, unmittelbar bevor, nämlich der sogenannte sechste Kondratjew. Der was? Ganz was Schlaues. Ja? Also der sechste Kondratjew. Kondratjew ist ein Wirtschaftswissenschaftler, der hat untersucht, was die Basisinventionen wie Rad, Dampfmaschine, Elektrizität, Auto, Informationstechnologie und so, was das für unglaubliche, natürlich strukturelle, umwälzende Wirkung hat. Und die nächste strukturelle, umwälzende Wirkung, warum es die Piraten überhaupt gibt, nämlich das Netz und die Vernetzung und die Verbundenheit und so weiter, das ist ja auch eine Sache, die uns treibt. Und das hat auch was mit dem zu tun, was du gesagt hast, nämlich das war mal eine Internetpartei und es ging um die Vernetzung und das Internet. Das Internet selber ist aber sozusagen nur Ausdruck von etwas, was es schon immer gab, nämlich wir sind miteinander verbunden über Kommunikation, weil wir Menschen sind und so weiter. Und der sechste Kondratjew bedeutet, nachdem jetzt diese ganzen IT-Geschichten ausgeschöpft sind, alle haben SAP, alle sind vernetzt, alle können auf alle Daten zugreifen, alles wunderbar. Was ist denn die nächste hebbare Ressource in der Produktivität von Unternehmen, von menschlichen Gemeinschaften, von Gruppen? Das ist ganz einfach. Wenn die Leute richtig Bock aufeinander haben, gut miteinander umgehen, kompetente Leute führen, denen man vertrauen kann, die richtigen Mechanismen da sind, dass sie auch ausgetauscht werden können, wenn sie Mist machen und so weiter, ja, also dass es keine Herzöge gibt und so weiter. Also in dem Moment, wo eine menschliche Gemeinschaft anfängt, kommunikativ richtig gut zu funktionieren, wird sie unfassbar produktiv und kann Unglaubliches erreichen. Das ist bei den Piraten über dieses Wort Schwarmintelligenz schon mal so anmoderiert, wobei ich das ein bisschen anders verstehe, aber egal. Und wir sind 30.000 Leute und wenn wir den Fokus auf unsere Verbundenheit und nicht auf das Misstrauen legen zum Beispiel, wenn wir das schaffen würden, diesen Change, der steht uns bevor, dann können wir als Vorbild für die Gesellschaft gelten, wie wenig Leute unglaublich viel verändern können auf der strukturellen Ebene in der Gesellschaft. Und da sehe ich auch die Hoffnung für uns. Und deswegen ist es aus dem Internet sozusagen in die Sozialkompetenzpartei zu kommen, ein ganz logischer Schritt. Und das ist eine gute Idee, wenn ihr da ein Seminar gemacht habt. Und ich würde vorschlagen, dass wir uns selber, also bevor wir ein Schulfach haben, ja, das dauert ja vielleicht noch 10 Jahre oder 20 oder so, ja, dass wir uns selber anfangen auszubilden. Also dass jeder so viel Selbstreflexion macht, wie es geht, dass wir selber Seminare vielleicht organisieren, dass wir anfangen, selber daran zu arbeiten, wie nimmt man Kontakt zu jemand auf, dass wir selber daran arbeiten, auch wenn du nur den Bildschirm siehst, da sitzt ein Mensch dahinter, da stand schon mal in einem Etikett vor 30 Jahren und niemanden disst am Bildschirm, nur weil du gerade meinst, du musst es mal rauslassen oder so. Sondern schreib den Flame, ja, schreib ihn und schick ihn als E-Mail an dich selbst. Und dann überleg dir, ob du den wirklich jemand anders schicken willst, zum Beispiel. Ja. Also da ist richtig was zu tun. Das ist der sechste Kondratjew, ist das Zeitalter der psychosozialen Kompetenz. Und I like it. Okay. Ja, dann werden wir freundlich und produktiv miteinander umgehen. Da geht's hin. Das wäre meine Hoffnung. Ja, dann kommen wir wieder zurück. Fragen, da geht es weiter. Die nächste Frage, was sind die aktuellen Debatten in euren Themengebieten? Fangen wir doch mal beim Robert an. Themengebiet Bildung. Die aktuelle Debatte ist, ob es G9 oder G8 gibt oder ob man das zurücknimmt oder jetzt haben es die Schulen wieder freigestellt oder ob es Elite-Schulen gibt oder nicht oder alle über einen Haufen oder zu Hause geschult werden darf oder nicht. Das sind meiner Ansicht nach alles völlige Stellvertreterdebatten, weil die sich überhaupt nicht damit beschäftigen, wie im Zeitalter des Internets überhaupt gelernt wird. Meine Tochter ist 10, die hat ein Referat gemacht über extrasolare Planeten. Da ist sie zu ihrer Lehrerin gegangen, hat gefragt, ob sie ihr Material geben kann. Nein, konnte ihre Lehrerin ihr kein Material geben zu extrasolaren Planeten. Aber was hat sie gemacht? Sie hat sich's ergoogelt. So, wenn ich sehe, wie die Kleine recherchiert, die sucht irgendwas im Netz, wie intelligent die Suchwörter eingibt, Vernetzung, wo sie was sucht, wie sie das sucht, kennen wir ja alle, wenn wir irgendwas recherchieren im Netz. Und da ist eine ungeheure Kompetenz vorhanden, die hat sie aber nicht in der Schule gelernt. Also das heißt, diese ganzen Stellvertreterkriege, gibt es eine Oberstufe, soll gemeinsam, das würde ich anderen Leuten überlassen,
das wirklich zu designen und deswegen Professor Dr. Gerald Hüther, Hüther mit TH, bitte mal googeln, ist fantastisch, was Lernen angeht, was Schuldesign angeht und so weiter. Finde ich eine super Nummer. Du schüttelst dich. Wie kommt das? Ich will dazu nichts sagen, aber ich glaube, der Mann, also der Mann ist kein Pädagoge, der Mann ist Hirnforscher und hat irgendwie, also er hat einfach mal eben die Pädagogik in Teilen für nichtig erklärt, weil er meint, dass seine biologischen Forschungsergebnisse zulassen, dass jeder irgendwie ein Genie ist. Und ich habe versucht, diese Sendung mit dem Precht und dem Hüther zu gucken und das war mir so zuwider. Ich kann den Precht nicht gucken, da habe ich ein anderes Problem mit der Sendung. Die kamen mir beide, also die ganze Sendung war mir zu psychedelisch, auch mit dem Hintergrund. Aber das ist ich habe nicht gesehen, 60er Jahre Filmeffekte irgendwie im Hintergrund, irgendwie so, das war alles sehr, sehr strange. Okay. Aber egal, aber irgendwie das, was ich von Hüther gelesen habe, das kann ich nicht nachvollziehen und kann das nicht irgendwie für gut empfinden unbedingt. Aber vielleicht kann man daraus was ziehen, also das kann man gucken. Also viele, okay, brauchen wir jetzt nicht ins Detail gehen, aber vieles von dem, was er halt bringt, deckt sich extrem mit meinen Erfahrungen, mit meinen 30 Jahren Erfahrungen in Kommunikationsseminaren. Sehr. Aber da brauchen wir jetzt nicht ins Extrem gehen. Also jedenfalls, die Debatten gehen um Struktur und sie gehen nicht darum, wie der Mensch tatsächlich lernen kann. Und das halte ich für einen Riesenfehler. Mehr brauche ich dazu jetzt nicht sagen. Aber Debatten aus der Landwirtschaft oder es ist ja nicht nur die Landwirtschaft, dieser Ausschuss beschäftigt sich ja auch mit der Seewirtschaft sozusagen, ne? Also aktuell EU-Richtlinien zu Fangsystemen, die umgesetzt werden müssen oder die beurteilt werden müssen. Es geht um die Umsetzung des ökologischen Bauens, die Energiewende, ja, also wie setze ich das verbraucherschonend um? Das heißt, ne, der Häuslebauer saniert sein Haus entsprechend den Forderungen, Anforderungen und der gesetzlichen Forderungen. Und das hat natürlich Geld gekostet, der möchte das auf die Miete umwälzen. Ja, ist das sozialverträglich? Wie setzen wir es sozialverträglich um? Die neue Medizinprodukte-Richtlinien sind im Moment drin. Aber man kann es jetzt nicht so, ich habe bewusst noch kein herausragendes Thema wahrgenommen, weil diese Ausschüsse arbeiten auch einfach Antrag nach Antrag, die von verschiedenen Richtungen kommen, durch. Und wie gesagt, überraschenderweise geht es auch um Datenschutz für Beschäftigte. Ja. Also auch sowas ist bei Ernährung und Landwirtschaft drin. Da würde ich mich glatt als Pirat wohlfühlen. Ne? Du möchtest mich jetzt fragen, was meine aktuellen Themen sind. Meine aktuellen Themen sind alle Themen, die bei den Piraten aktuell sind. Das ist... dickes Brett. Ja, es ist ja... Die Frage war doch, ob wir wüssten, was in unseren Lieblings sozusagen Themenbereichen gerade aktuell politisch diskutiert wird, oder? Für Debatten, doch, das habe ich das auch verstanden, aber verstehst bitte anders und beantwortest also anders. Also ich habe das jetzt irgendwie anders verstanden, was gerade aktuell bei einem, also was man gerade aktuell selber macht, und da kann ich nur sagen, ich mache alles, was bei den Piraten aktuell ist. Ich bin, seitdem ich Bundespressesprecherin bin, in keiner AG an sich mehr aktiv, weil sich das meiner Meinung nach nicht mit meinem absoluten Neutralitätsgebot, das ich mir selber auferlegt habe, vertragen würde. Ich möchte keine AG bevorzugen und keine benachteiligen. Das heißt, dass ich irgendwie aber auch in allen AGs drin bin. Das heißt, momentan ist gerade das große Projekt Trinkwasser gestartet. Das ist ein Zusammenschluss aus der AG Landwirtschaft, da ist sie wieder, der AG Europa, weil es eine europaweite Sache ist, die AG Umwelt ist dabei und da wird jetzt gerade ein großes Projekt geplant. Ich habe auch schon übrigens den Landesvorstand hier in Hessen angeschrieben dazu, der hat es aber noch nicht geantwortet. Böse. Oh mein Gott, man Kritik muss ihnen auch mal Zeit geben. Nein, das war einfach nur mal so in den Raum geworfen. Ah, vielleicht antworten sie ja jetzt. Vielleicht kriege ich jetzt eine Antwort, genau. Ja, also nebenher beschäftige ich mich noch mit der Orga zur Euvicon. Das ist ein Zusammenschluss aus der AG Geldordnung, der AG Europa und der AG Wirtschaft. Im Sommer werde ich mich wieder verstärkt um die Potsdamer Konferenz kümmern. Das ist ein Zusammenschluss aus der AG Europa, AG Außenpolitik und AG Verteidigungspolitik.
Ja. Aber wie findet die denn jetzt statt? Soweit ich, also wenn es genug Anmeldungen gibt, dann wird sie stattfinden. Okay, ja. Weißt du jetzt nicht, okay. Weiß ja. Ich noch nicht, das ist noch unklar. Du sollst ein bisschen Werbung machen, habe ich gehört. Für die Eurecon. Die ja, Eurecon ist geil. Eurecon, also das ist wirklich, das sind tolle AGs mit tollen Leuten, die unglaublich tolle Sachen auch machen. Also es ist wirklich, sollte man hingehen, sollte man gesehen haben, sollte man mitdiskutiert haben. Es gibt einen Termin, oder? 9. März oder irgendwas so, also das war irgendwie das zweite Märzwochenende ist geplant, aber sie hatten irgendwie das davon abhängig gemacht, wie viele Leute sich im Wiki anmelden, ob das eine kleine, gar keine oder eine mittlere und eine große Eurecon gibt. Also die haben irgendwie die Möglichkeit, 2 oder 3 Räume hier in Frankfurt zu bekommen und würden dann wahrscheinlich auf einen Raum ausweichen, wenn es nur 40 Leute sind oder so. Oder bis zu einer bestimmten Menge. Mega interessante Themen, meldet euch an. Also die einzige Konferenz, die ich in letzter Zeit nicht betreut habe, war die der Gesundheitskonferenz. Aber nicht, weil ich keine Lust, keine Zeit oder kein Interesse hatte, sondern weil sich das einfach mit Niedersachsen, mit dem Wahlkampf in Niedersachsen überschnitten hat und ich dann eben halt gnadenlos meine Priorität in diesen auf diesen Wahlkampf eben halt gesetzt habe. Weil Niedersachsen für uns eigentlich wichtig war. Okay, es hat nicht gereicht, aber ich musste mir dann für mich persönlich auch keinen Vorwurf machen, dass ich nicht maximale Intensität reingegeben hätte. Also das heißt, für mich ist immer alles das aktuell, was bei den Piraten aktuell ist. Okay. Ja, dann nächste Frage ist, wie habt ihr euch auf ein Mandat vorbereitet? Ich möchte einfach mal den Herbert als Ersten dran nehmen. Als Kommunalpolitiker der Piraten, möchtest du vielleicht deine Vorbereitung auf ein mögliches Mandat irgendwie... Das ist doch eine wichtige Frage. Ja, also ich meine, ich hab natürlich den Vorteil, dass ich in einem nicht gerade kleinen Kommunalparlament drin sitze und da schon Erfahrungen sammle. Aber viel wertvoller, und da muss ich mit Martina stimmen in dem Sinn, ist natürlich das, was ich lese, beständig, was... wenn man aufmerksam in der Piratenpartei mitarbeitet und mitliest und einen guten Filter hat, der möglichst nur Sinnvolles durchlässt. Wir Piraten machen unglaublich viel. Wir haben unglaublich viele intelligente Leute, die in AGs Sachen umsetzen, die dann über die Mailinglisten jagen, die ins Liquid Feedback stellen und da auch teilweise in unheimlich vielen alternativen Vorschlägen, dass das im Prinzip die wichtigste Voraussetzung, die wichtigste Vorbereitung ist. Denn wir wollen uns ja nicht vorbereiten, wie funktioniert Bundestag jetzt, wie funktioniert Landtag jetzt, sondern wir wollen uns vorbereiten, was sind unsere Themen, was ist wichtig umzusetzen, da vielleicht dann jetzt noch eine Priorisierung zu finden, wenn wir wissen, jetzt geht's ran, wir legen los und kommen da rein, dass wir schon mal eine Priorisierung haben, wo fangen wir an. Deswegen habe ich dich ja als Erstes gefragt, weil Vorbereitung, du willst nicht wissen, wie Bundestag, Landtag jetzt ist, aber ja. Wie sieht es bei dir aus mit Vorbereitung, Landtag im Kommunalparlament? Habt ihr ein anderes Arbeiten reingebracht hier in Frankfurt? Habt ihr das schon irgendwie geschafft, einen frischen Wind in dieses Kommunalparlament reinzubringen? Es ist schwer, ja. Also ich bin ein Freund der kurzen Reden. Also ich glaube, ich habe noch keine Rede im Plenum gehalten, die länger als 5 Minuten war. Weil es gibt definitiv Wichtiges zu sagen. Da ist Redezeit wichtig. Als kleine Fraktion, und so wird es uns dann im Bundestag auch gehen, werden wir nicht die Riesenmenge Redezeit haben. Und in dieser Zeit müssen wir auf den Punkt kommen. Offenheit, das heißt mit den Leuten reden, auch mit den anderen Fraktionen reden, gemeinsame Anträge starten, das ist viel wichtiger als sind wir koalitionsfähig. Das sind so die Dinge, auf die man sich da gut vorbereiten kann und die Martin und ich immer wieder aufs Neue, immer wieder anders, aber immer weiter lernen. Ja? Was passiert, wenn ich mit jemand über ein Thema rede, wie geht der dann im Plenum damit um? Ja? Bestes Beispiel jetzt hier in der Stadtpolitik mit Datenschutz. Ja? Wie weit versuchen wir Open Data und die ganzen Geschichten voranzubringen? Martin kommuniziert, weil es wirklich sein Thema ist, der steckt da drin mit Herz und Hirn und redet mit den Leuten und sagt, da habe ich mit jemandem von den Grünen gesprochen und mal gucken, wo die lang gehen
und war super optimistisch. Und im Endeffekt jetzt in der letzten Plenarsitzung hat die Grüne dann nur gesagt, ja, wir wollen mal gucken, ja, warten wir lieber, dass der rechtliche Rahmen dann auch stimmt, bevor wir hinterher mit Regressansprüchen überhäuft werden. Aber das, was wir tun und das, was wir rausholen, und da sind die Piraten echt gut drin, wir stellen Anträge und es ist wichtig, auch Anträge zu jedem Thema. Ich habe heute über Twitter irgendwie gesehen, man muss nicht zu jedem Thema einen Antrag stellen, doch muss man. Ja, wir haben einen Antrag zur Informationsfreiheitssatzung gestellt und dann kam raus, Dem stimmen wir nicht zu, diesem Antrag, weil wir haben 2010 schon eine Informationsfreiheitssatzung beschlossen. Frage, was ist mit der IOD? Ist ein Verwaltungsgang. Ja? Also die Verwaltung geht und die geht ein bisschen schneller, wenn wir Anträge stellen. Das kann man daraus lernen. Und deswegen würde ich mich einfach vorbereiten, piratig da reinzugehen. Nicht schon die Struktur vom Bundestag oder Landtag im Sinn zu haben, sondern das, was wir wollen, und damit reinzugehen und zu gucken, dass wir genügend Unterstützung haben in unseren eigenen Reihen und auch von außen. Wir kriegen unheimlich wertvollen Input von Nicht-Piratenmitgliedern bei unseren Sitzungen und AGs. Vorbereiten auf Bundestag, wie Bundestag jetzt ist, würde ich sagen, brauchen wir nicht. Hau. Gut gebrüllt, Löwen. Ja. Ich habe mich 51 Jahre lang darauf vorbereitet, Konsens herstellen zu können, in schwierigen Situationen Motivation zu erkennen, Leute zu überzeugen und mitzunehmen, und das muss reichen. Und sozusagen mein Ansatz ist jetzt, ich habe eine irre Bewunderung für Leute, die so detailliert, so krass, wie du das jetzt gerade vorgestellt hast, und so konsequent und so dauerhaft und so auf den Punkt arbeiten. Das ist nicht meine Stärke. Ich diene der Partei als Sprecher. Also wenn ich der Partei was zu geben habe, was Besonderes, dann ist es ganz bestimmt nicht das Schreiben von Paragraphen. Meine Stärke, ja, das, ja, oder von einzelnen Punkten oder so. Das wäre eher das Leiten, das Medieren von verschiedenen Gruppen, die einen Antrag haben, die zusammenzubringen, sodass es einer wird. Das wäre eher meine Aufgabe. Aber eigentlich ist meine Aufgabe die, und das ist auch eigentlich mein Traum, nicht wahr? Ich möchte an dieses verdammte Rednerpult, was ich immer nur aus dem Fernsehen kenne, und wo ich die Vorversion als Kind schon gesehen habe, wo das noch in Bonn war und wo noch im ersten und zweiten Bundestagsdebatten ständig übertragen wurden mit Wehner und Strauß und hast du nicht gesehen. Und ich saß da als Kind davor und dachte, ist ja irre. Irgendwann ging das weg. Ne? Und ich möchte dahin und das, was du gesagt hast. Rockige, super fundierte, unterhaltsame Reden halten, die sozusagen im Sinne der Bewusstseinsbildung aus dem piratigen Hintergrund heraus was bewegen. Das ist das, was ich zu bieten habe. Ich kann reden. Ich kann in jede Talkshow gehen. Du kannst mit den Friedmann direkt live neben mich setzen, der vielleicht als einer der stärksten Rhetoriker gilt. Und ich habe überhaupt kein Problem. Ich mache mit jedem live, kreuze ich das Florett. Das ist das, was ich einzubringen habe. Dafür bin ich gekommen. Und um mitzuhelfen dabei, dass wir Piraten noch besser verstehen, was unsere Identität ist. Also was ist eigentlich das Verbindende auf der Werteebene, was uns zu Piraten macht. Ja, also was eben dann mit dieser Visionsgeschichte, guckt meine Videos an, brauche ich jetzt nicht erklären, was mit dieser Visionsgeschichte zu tun hat, nämlich wo soll es denn eigentlich hingehen mit der ganzen Sache. Und dann brauchst du Leute, die nach vorne gehen und das auf eine Art und Weise erklären und rüberbringen, dass der ganz normale Bürger sich denkt, das ist ja doch ganz interessant, was die Piraten da so erzählen. Ja? Also es gibt ja, in vielen Parteien gibt es eben solche Leute, es gibt, wenn die Linken den Gysi nicht hätten, dann hätten sie meiner Ansicht nach nicht mehr. Ja? Wir brauchen Leute, die kommunizieren können, und dann brauche ich, da haben wir ja zum Beispiel drüber gesprochen, über die Fragen. Ne? Wir sind die mit den Fragen. Jetzt haben wir angefangen, ein Projekt zusammen zu entwickeln, dass wir die AGs fragen wollen. Leute, schickt uns eure heißesten Fragen. Das heißt, es muss Leute geben, die können gut sprechen. Es muss Leute geben, die wissen alles im Detail. Es muss Leute geben, die briefen die. Es muss alles geben. Wir brauchen alle Funktionen in der Partei. Außenkommunikation, Inneres vorbereiten, die AGs, was da an Arbeit geleistet wird. Ich habe mich ja nur mit den Geldsystempiraten und dem Bereich Wirtschaft beschäftigt, mal ein bisschen, was die alle schon vorgearbeitet haben, da fällt mir nichts mehr dazu ein. Da stehe ich da und sage, danke. Danke,
dass es Leute gibt, die da so reintauchen und so brutal Ahnung haben. Das, was du jetzt erzählt hast aus deinem Bereich, bin ich wow, weißt du, bin ich baff. Ja, aber du hast Ahnung aus deinem Bereich. Ja. Also ja. Das ist keine Kunst. Ja, das ist kein Gut, ich muss mir das auch hart erarbeiten. Ja, nee, es ist alles Handwerk. Es ist immer, Handwerk. Es ist alles Handwerk, es ist alles Fleiß. Aber der Punkt ist ja der, ich werde in Seminaren von irgendwelchen Leuten gefragt, wollen Sie nicht unser Produkt verkaufen? Nein, will ich nicht. Ich möchte gerne eine Sache verkaufen. Ich kann Präsentationen und Reden halten zu den Themen, die, wo mir das Herz schlägt. Und deswegen musste ich zu den Piraten. Ich wache nachts auf und muss was aufschreiben, weil es mir einfällt und ich will gar nicht. Nein, bitte lass mich liegen, bitte lass mich liegen. Nein, wenn du es jetzt nicht aufschreibst, ist es weg. Und dann stehe ich nachts um vier auf und schreibe irgendwelches Zeug auf, was ich dann am nächsten Tag in die Kamera reinlabere oder so. Weißt du? So geht das bei mir ab momentan. Und das reißt mich. Und das ist das, was ich zu bieten habe. Nicht die Arbeit an ich schreibe keine Anträge, wahrscheinlich. Ja? Ich erfinde vielleicht welche. Und dann erfinde welche? Ja, als Idee. Aber ich kann die nicht alleine ausarbeiten. Ich brauche da Leute dazu, die das können. Ja, dafür gibt es ja dann eben halt die AGs, die wunderbare Arbeit machen und dieses so tolle Leute sind. Und dieses gegenseitige Würdigen, das ist eben das Wichtige. Und das, das finde ich, überhaupt sehr, sehr wichtig. Das wäre für mich auch der Hauptschwerpunkt, wobei die Frage ja auch ist, wie hast du dich vorbereitet? Also, erstmal habe ich mich vorbereitet, indem ich mich selber natürlich gefragt habe, kannst du das überhaupt, willst du das überhaupt? Weil das ist ja eine unglaubliche Arbeit. Ja? Wir reden ja hier nicht von 3 Stunden am Tag, sondern wir reden hier von einer 60-Stunden-Woche mindestens, ja, teilweise. Ich habe darüber lange Zeit mit meiner Familie natürlich geredet. Ich habe mit Freunden darüber geredet, mit Verwandten geredet. Und als die mir eigentlich... Da kam eine positive Resonanz. Und dann habe ich angefangen, mit Piraten darüber zu reden, nämlich mit den Piraten aus den AGs. Weil mir das so furchtbar wichtig ist, wie kann ich denn die Piratenarbeit und das, was an der Basis eben halt passiert, wie kriegen wir das in den Bundestag rein? Ja? Und da ist es für mich eben halt so zentral wichtig, die Arbeit von den AGs, die ich ja jetzt schon in meine Arbeit ständig integriere. Ich könnte diese Arbeit, die ich mache, überhaupt nicht bewältigen, wenn es die AGs nicht gibt, weil es so viel ist. Da kommt das Wissen her. Ich brauche deren Wissen, ich brauche deren Input. Das heißt, ich arbeite jetzt schon mit denen ständig zusammen. Und das ist mir so wichtig. Das würde ich unglaublich gerne auch im Bundestag machen. Ich möchte gerne in den Bundestag, um dort auch den AGs die Möglichkeit zu geben, sich einbringen zu können, sich entfalten zu können. Also quasi nur wie so ein, ja, wie so ein Mediator, versteht, also der die Dinge aus den AGs in den Bundestag rein transportiert. Ich weiß natürlich nicht, ob mir das wirklich zu 100% gelingt. Das kann ich jetzt nicht sagen. Wie? Aber ich werde alles tun, alles, was ich kann, um das umzusetzen. Ja. Mehr kann ich nicht tun und ich will auch nichts versprechen, was ich nicht halten kann. Aber das kann ich versprechen, dass ich versuche, alles zu tun, um den AGs die Möglichkeit zu geben, sich einzubringen. Okay, dann schließen wir doch daran an, woran wollt ihr euch nach 4 Jahren messen lassen? Ja. Was ist das für eine blöde Frage? Ja, also am nächsten Wahlergebnis. Nee, das ist doch nicht die Frage. Ich will mich nicht nach 4 Jahren messen lassen. Ich will mich eigentlich ständig messen lassen. Ich will doch ständig in Rückkopplung mit den Leuten sein. Ey, wenn ich erst nach 4 Jahren ein Feedback bekomme, du warst gut oder du warst schlecht, so läuft das nicht. Dann ist doch alles falsch gelaufen. Da muss alles, geht gar nicht, ja? Nee. Genau, die richtige Frage wäre nämlich, woran wollen wir uns messen? Ja. Wenn ich warte und 4 Jahre vor mich hin arbeite, ganz alleine. Das geht gar nicht. Wo, keine Angst, wenn du im Bundestag und dann bist du schon geschätzt. Dann kriege ich meine Bewertung, ja. Oder dann sage ich, okay, jetzt stelle ich mich hin, Leute, wie war ich? Ja. Nee, letztendlich, und das ist ja das, was ich jetzt schon in der Kommunalpolitik sah, ja. Wir brauchen den Background der Basis. Denn solange wir nicht diesen Background haben und diese Unterstützung und die Arbeit aus den AGs und nicht das umsetzen, ja, ist es keine piratige Arbeit. Dann ist es das, was ich gemacht habe. Ja, ich habe mir den Antrag erarbeitet, ja, oder meine Mitarbeiter haben den erarbeitet. Aber da sind wir dann hier nicht mehr in der Basis begründet. Oder wie immer, blöder Begriff. Ja, aber ich muss doch irgendwo meine Wurzeln schlagen, und damit da eine fruchtbare Arbeit rauskommt.
Und dafür ist die Basis da. Das ist das, warum wir als Piraten mit dem Kram angefangen haben. Warum wir gesagt haben, wir machen das als Partei und nicht als Bewegung. Und deswegen ist die Frage für mich falsch gestellt. Ja, ich kann höchstens sagen, ich will mich nach den 4 Jahren daran messen lassen, wie gut habe ich die Themen und das Wissen der Piraten eingebracht und versucht umzusetzen. Ja, das ist eine Frage, wie sozusagen, woher weiß die Rockband am Schluss, dass das Konzert gut war, wenn das Publikum eine Zugabe will? Also das wäre die Antwort auf die Frage. Und ansonsten ist... Wobei die Rockband auch während des Konzerts das Feedback, hat. Richtig. So ist es. Und, aber es, die Frage ist ja nach 4 Jahren, also am Schluss sozusagen der Legislaturperiode. Und deswegen ist das tägliche Messen das Ding. Und dazu möchte ich was sagen, nämlich... Wir werden, wenn wir, sollten wir in diese Situation tatsächlich kommen, beobachtet werden mit Lupen, mit Elektronenrastermikroskopen, werden sie genau gucken, was wir da tun. Und wir werden auch die Kritik und, wenn wir gut sind, möglicherweise auch positive Kritik kriegen. Aber ob du es gut machst oder nicht, was du gerade tust, irgendwie läuft hier ein ganz anderer Film. Ja. Bestecht gerade. Der Herbert bestecht. Er hat auch schon Pralinen mitgebracht. Ja, ja. Voll korrumpiert. Du hast mein Wein noch überhaupt gar nicht als Bestechung. Also, wenn ich den Wein jetzt auch noch aufmachen würde, wäre das Wein. Super. Original abgefüllt und verkorkt bei Karl Huber und Söhne. Ja. Wieder die Lobby. Alles, was ich tue, tue ich mit dem Tod als Ratgeber an meiner Seite. Und egal, was ich tue im Parlament oder egal im Seminar oder auch was ich hier mache, ist sozusagen das Maß, ist, ich gucke nach links und wäre das meine letzte Tat? Ist es gut getan oder hätte ich es besser machen können? Und dann muss ich mir noch mehr Mühe geben. Und das ist sozusagen das Kriterium all the time. Und dann kriegen wir Feedback aus der Partei sowieso ohne Ende. Ja, das lässt sich ja gar nicht verhindern. Soll ich eigentlich, ich rede lieber zu Leuten, das finde ich angenehmer als so. Du kannst auch mal in die Kamera reingucken ab und zu. Dass, wenn du zu sehr in die Kamera reinguckst, ist das ein Problem, dann hast du deine Medienprofil wieder weg. Das ist das, was anzukratzen ist. Darf ich meinen Gender grüßen? Du darfst ja machen, was du möchtest eigentlich. Das ist jetzt nicht so wild. Ja, nein, ich muss ja den Medienprofi, den gelackten, ich weiß nicht, gibt es den bei mir? Ist das so? Ich weiß es nicht. Du hast viele Videos produziert, hallo? Mein Gott, 4 Videos. Weißt du, wie ich die produziere? Ich mache das scheiß Ding an und dann fange ich an zu labern. Ich habe ja nicht mal einen Text. Krass. Das ist auch. Aber er macht das wirklich so. Er macht das wirklich aus dem Stegreif. Also der setzt sich hin und fängt dann an, bla. Das genau, ist echt der Medienprofi hat, genau. Ja. Ich bin sprechfähig. Und ich wünsche alle anderen Sprechfähigen bitte nach vorne zum Sprechen. Davon braucht man nämlich jede Menge Leute. Apropos Sprechen, wir hatten das gerade, wir hatten da jede Menge hier, eigentlich, was auf die Frage schon eingeht. Die nächste Frage lautet nämlich, wie kommuniziert ihr zurzeit mit der Basis? Also zurzeit. Wie wollt ihr das machen, wenn ihr ein Mandat habt? Das steht doch auch schon im Wiki. Das mag ja sein, da vielleicht hat jemand die Fragen aus dem Wiki kopiert. Ach so. Ich weiß es ja nicht. Aber, ach so, die müsste ich auch mal beantworten. Naja. Ja gut, also ich mache das ja täglich. Ich kommuniziere täglich mit der Basis und das werde ich einfach genau so weitermachen, wie ich das jetzt mache. Also wie war der weitere Teil der Frage? Na, wenn du in Berlin im Elfenbeinturm sitzt, was machst du dann? Mache ich das, also wie gesagt, für mich ist da, also in dieser Hinsicht, da ändert sich gar nichts. Ich bleibe einfach so, wie ich jetzt bin. Okay. Herbert? Ja, ich meine, ich bin ja ständig im Wandel, ja, sind wir alle irgendwie, ja. Mal schreibe ich was während der Sitzung in Wiki, mal schreibe ich in ein Pad, ja, mal twittere ich oder bediene gleich möglichst viele Social Media Plattformen auf einmal und schreibe drauf, was im Plenarsaal, was in den Ausschüssen so passiert. Das ist sozusagen meine Kommunikation nach draußen, dass die Piraten wissen und dass die Leute draußen wissen, was passiert, die Möglichkeit zu bieten, das zu nehmen. Ansonsten habe ich natürlich jetzt noch, da ich in Frankfurt bin, wir haben ja wirklich das seltene Glück, dass wir ziemlich schnell erreichbar 3 schöne Stammtische in Frankfurt haben, mit denen ich jetzt noch kommuniziere. Das wird von Berlin aus dann schon ein bisschen schwieriger.
Ja, soll es aber ja auch nicht nur die Frankfurter Basis vertreten. Die Frankfurter Basis den Kontakt zu halten. Aber ich bin nun mal Frankfurter, also so ein bisschen Lokalpatriotismus muss schon sein. Aber der Kontakt zur Basis ist doch auch wirklich, dass die Basis weiß, was ich da mache und dass die Basis die Möglichkeit hat, mit mir eins draufzugeben. Und wir sind Piraten, ja, wir haben Facebook-Seiten, wir haben Twitter, wir haben Profile im Wiki, in dem man was reinschreiben kann. Wir haben wirklich genug Möglichkeiten, so viele, dass ich die alleine gar nicht alle nutzen kann. Und ich kann nur jedem sagen, es hat lange gedauert, bis Fragen im Wiki waren. Ja? Das kann man alles viel mehr nutzen, ist allerdings aber auch eine Sache der Basis, muss ich an der Stelle auch ganz klar sagen. Die Basis muss sich auch Informationen holen, denn die sind die mit den Fragen, oder wenn es nicht die mit den Fragen sind, sind es die, die dann bashen. Aber okay, Leute, basht, dann kann ich Antworten geben. Ich finde die Frage, das ist ein komischen, macht bei mir ein komisches Gefühl, ne? Weil dahinter steht etwas, das klingt für mich wie, und wenn du denn dann im Bundestag bist, wirst du uns verraten? So klingt das ein bisschen, ne? Ich glaube, ein Großteil der Fragen ist darauf ausgelegt. Ja, und das bringt uns auf das wichtigste Thema, nämlich das Misstrauen. Ja. Es gibt anstatt ein Vertrauen, guck mal, hier sitzen nochmal vier Leute, die wahnsinnig viele Stunden ihrer Zeit in diese Nummer reingeben, genau wie alle anderen, die sich das jetzt zum Beispiel angucken, und ihre Zeit da reingeben, statt dass man sich gegenseitig vertraut, dass wir zu unseren besten Kräften, nach bestem Gewissen, von mir aus mit dem Tod als Ratgeber oder bis an die Zunge unten hängt, oder ja, dass wir alle uns Mühe geben, das richtig, richtig gut zu machen, gibt es ein Grundmisstrauen, dass wenn jemand, was ich jetzt nach Berlin geht oder sowas, dass er dann sofort im Verdacht steht, er würde die Basis verraten. Und das ist natürlich sofort die nächste Frage, wer soll denn das eigentlich sein? Die Basis sind ja alle 30.000. Natürlich verraten wir die Basis nicht. Wir sind ja dann, wenn überhaupt, von der Basis dorthin geschickt worden, mandatiert, um sie zu vertreten. Das ist der Sinn der Übung. Das ist ja genau das Gegenteil von Verrat. Wir arbeiten, wir dienen der Basis, indem wir das dann tun, was es dort zu tun gibt. Jetzt kann man natürlich denken, ja, die gehen dahin und die machen sich dann lauen März und dann irgendwie saufen die sich einen an und machen nichts mehr und haben ein elitäres Dasein und die da oben sind sowieso alle Schweine. Und diese Grunddenke, die schwingt da so mit. Und ich glaube, so ist es überhaupt nicht. Es ist ja noch viel schlimmer. Nein, es ist eigentlich noch viel schlimmer. Denn dieses Misstrauen, dass du jetzt hier mal so auf den Punkt bringst, das trifft ja nicht nur irgendwelche potenzielle Mandatsträger. Das trifft ja auch Leute, die in irgendeinem Vorstand sind. Völlig egal, ob es ein Kreisvorstand ist, ob es der Landesvorstand ist, ob es ein Bundesvorstand ist, der Kreisvorstand, die Basis traut dem Kreisvorstand nicht, den anderen Vorständen sowieso nicht, der Kreisvorstand traut den Landesvorstand nicht, der Landesvorstand den Bundesvorstand nicht. Und das macht mich sehr traurig. Das ist so absurd, ja. Es ist wirklich so absurd, dieses ständige Misstrauen. Es geht ja auch nur Macht. Und das macht uns selber kaputt. Dieses ewige Misstrauen. Und es kommt ja noch eine ganz andere Frage dazu. Wenn wir Piraten den Leuten, die wir als Basis wählen, wenn wir unseren eigenen Leuten schon nicht trauen, die wir wählen, warum soll uns denn dann der Wähler, der da draußen ist, trauen? Ja? Weil wir dann so handverlesene Politiker ins Rennen bringen, dass die absolut vertrauenswürdig ja, sind. Das also ich wäre bin, schön, aber dieses Misstrauen ist wirklich ein ganz, ganz großes Übel und da müssen wir auch mal auf uns gucken. Also ich war neulich auf der Ausstellungsversammlung, war das jetzt vielleicht dann doch die Ochsentour? Keine Ahnung. Neulich war ich auf der Ausstellungsversammlung in Darmstadt und habe mich da mit einem Piraten unterhalten, leider erinnere ich jetzt den Namen nicht mehr, und da ging es um diese Frage: Ist ein Vorstand jemand, der verwaltet, oder ist ein Vorstand jemand, der spricht? Nein, verwalten. Ja, also in Hessen ist das ja auch so. Ich habe mich mit Thumay unterhalten. Wir sind nur verwaltend. Dass dann ständig wörtliche Zitate von ihm überall auftauchen, hat überhaupt nichts mit Köpfen zu tun. Aber ich finde es ja richtig, dass Köpfe auftauchen. So.
Und dann unterhalte ich mich mit ihm und sage, okay, das heißt, du wählst den Vorstand und wie wählst du den Vorstand, wie bewertest du das, dass du den wählst? Ja, ob der mir politisch passt, ob der meiner Meinung ist, ob der das vertritt, was ich auch vertrete, ob der meine Werte gleichzeitig hat, ob ich den halt gut finde. So, prima. Und nachdem du das alles bewertet hast und es für gut und richtig befunden hast und du hast ihn gewählt deswegen, willst du ihm als nächstes verbieten, zu sprechen? Und er soll nur verwalten, da hättest du ja besser einen Organisationsmitarbeiter irgendwie gecastet, statt den nach politischen Kriterien zu bewerten. Wir haben ja gesehen, Casting funktioniert ja auch nicht. Da gehe ich jetzt nicht drauf ein. da war ich nicht dabei, das war ich, it wasn't me. Ja? Aber verstehst du, was ich meine? Also es gibt ein Grundmisstrauen, dass die Leute, obwohl man sie wählt, weil sie einem politisch passen, dass die dann besser nichts sagen dürfen. Und das finde ich ziemlich crazy. Weil wenn ich jemandem vertraue und ich wähle ihn, weil er die Vision so rüberbringt, wie ich es richtig finde, weil er sprechfähig ist, weil er vertrauenswürdig irgendwie mir erscheint, weil seine Motivation nicht die Gier nach Macht ist, sondern Wille zur Veränderung, also dienen, statt Gier nach Macht. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Wie bist du motiviert? Wenn ich das bei jemandem feststelle, dann sage ich, geh und mach das. Also wenn ich dich jetzt zum Beispiel wählen würde und als weit in der Zukunft zum Landwirtschaftsminister und ich vertraue dir und ich weiß, du hast Brett Ahnung davon und alle sind der Meinung, der kann das, dann soll der Herbert was machen und dann werde ich den Teufel tun und werde kontrollieren, was der sagt. Dann vertraue ich ihm halt. Und wenn sie Pressesprecherin ist, und dann brauche ich nicht kontrollieren, was sie sagt. Die ganze Bar ist doch irre. Ich höre zu und wenn da irgendwo komische Sachen passieren, dann kann man immer noch eingreifen. Aber erstmal muss doch ein Grundvertrauen da sein. Das ist aber auch, glaube ich, ein ständiges Problem bei uns. Aber da möchte Herbert... Weil es um Macht geht. Wer sich in die Politik begibt, begibt sich in ein Feld, wo es hauptsächlich um die Verteilung von Macht geht. Und deswegen gibt es dieses Ultramisstrauen. Also müssen wir über Macht sprechen. Selbst der Ruf nach Transparenz ist der Ruf nach, wir möchten die Macht haben, zu wissen, was du da machst. Es geht um Macht. Ja. Aber ich möchte jetzt mal eine Lanze für das Misstrauen brechen. Ja? Denn letztendlich ist es ja mit dem Misstrauen wie mit der Angst. Ne? Also im Leben ist immer die Angst das, was dich vorsichtig macht. Und ich finde Misstrauen wichtig. Ja? Also ich empfinde es als positiv, wenn man ein Misstrauen hat. Was passiert da? Misstrauen. Was macht der da? Aber was nicht, machen die da? Wenn du ihn gewählt hast. Das problematisch, ja, auch wenn ich ihn gewählt habe, natürlich, denn ich beobachte ja dann. Ich misstraue der SPD, aber der CDU aber wesentlich mehr. Ist die Frage nur, was machst du aus dem Misstrauen? Ja? Oder wie geht es weiter? Aus welchem Grund misstraust du? Ja? Misstraust du, weil du Angst hast, dass der, den du jetzt wählst, genau das Gegenteil von dem tut, was du von ihm erwartest? Oder misstraust du ihm, oder schiebst Misstrauen vor, weil du es neidest, dass er etwas erreichen können, was du nicht erreichst. So was gibt es auch. Denn letztendlich ist das, was wir machen draus, das Schlimme. Ja? Dass wir, dass einer mit Misstrauen anfängt, Misstrauen kommuniziert und ohne, dass derjenige, dem das Misstrauen ausgesprochen wird, gleich darauf reagiert, nehmen andere dieses Misstrauen zum Grund, ihre Meinung darauf zu setzen. Und das ist doch das Schlimme, was das Misstrauen bei uns Piraten so schlimm macht. Ich sage, Misstrauen ist gesund, denn es lässt uns vorsichtig sein. Wir sind völlig einer Meinung. Ich glaube, das ist, ne, glaube ich. Und was wir natürlich jetzt haben, ist die großartige und schrecklichste Mischung überhaupt. Die Urpiraten haben Angst, dass da jemand Neues kommt und da nur rein will, weil er da einen persönlichen Profit von hat. Weil er Karrierist ist. Weil er Karrierist ist. Gleich, ja. So, andere würden gerne rein und denken sich, hier, ich möchte da was verändern. Ja? Aber jetzt kommt da einer und hör dir mal an, wie der reden kann. Ja? Ich kann ja gar nicht so reden, ja. Neben dem sieht blass aus, ja. Und dann wird der gewählt, weil er gut reden kann. Und am Ende kommt da Mist raus, ja.
Das ist so ein ganz furchtbare Mischung. Spielen da noch mehr Sachen mit rein, die das Misstrauen für uns im Moment so schlimm machen. Per se finde ich Misstrauen überhaupt nicht schrecklich, sondern im Gegenteil förderlich, denn wenn mir jemand misstraut und mir eine Frage stellt, kann ich ihm antworten. Ich glaube, das, was du als Misstrauen beschreibst, würde ich nicht als Misstrauen... Gesunde Skeptik. Das ist ein kritisches Begleiten. So ist es. Misstrauen ist etwas, was sehr viel tiefer geht, sehr viel weitreichender ist und auch sehr viel weitreichender, glaube ich, aus der eigenen Person kommt. Also ich würde das, glaube ich, schon differenzieren. Und dieses jemanden kritisch zu begleiten, ist etwas ganz anderes. Und das brauchen wir auch. Wir brauchen Leute, die Arbeit von anderen kritisch begleiten. Das ist nicht der Punkt. Aber Misstrauen ist etwas ganz anderes. Bei Misstrauen stelle ich grundsätzlich den Menschen und alles, was er tut, in Frage, weil es grundsätzlich irgendwie falsch sein könnte. Ich glaube schon, dass es da einen Unterschied gibt. Das kommt aus einer eigenen Angst heraus. Das eine ist etwas Positives, was uns alle weiterbringt. Und das andere ist etwas furchtbar Destruktives, was uns letztlich zerstört. Das ist ganz wichtig. Und ich glaube, dass wir von Misstrauen zerfressen werden. Wir sind von diesem positiv-kritischen Begleiten sind wir weggekommen und hin zu einem tiefen Misstrauen. Und das zerfrisst uns, das macht uns kaputt. Das ist keine gute Sache. Ja, das ist eine schlechte Atmosphäre. Ja. Das ist wie ätzend. Ja, als ob du eine zu saure Atmosphäre hast. Das ätzt alles weg. Das ist nicht schön. Ja. Das haben wir uns wunderbar diskutiert. Und wir haben einen Konsens gefunden. Ja, wir sind gut. Ja, wir sind konsensfähig. Also sollten wir euch alle zusammen. Wir sind die Konsenspiraten. Ja. Bitte wählt uns. Wir kandidieren ja auch gemeinsam. Ja. Wollen wir mit dem Konsens? Ich glaube, Josef hat die nächste Frage. Ja. Punkt. Ich mache mal in der Nummer weiter, weil also die Basis hat Angst davor, Karrieristen verantwortungsvolle Positionen zu überlassen. Das ist schon mal der Einstieg in die Frage. Das ist eine Aussage. Deswegen, das ist der Einstieg in die Frage und der passt ja gerade zur Diskussion. Weshalb bist du bestimmt keine Karrieristin? Wieso ist das die einzige gegenderte Frage? Ach nee, weshalb bist du... Ja, super! Geile Anmerkung. Weshalb bist du bestimmt kein Karrierist oder keine Karrieristin? Ah ja, ja, das ist eine tolle... Also es war... Möchte ich Ihnen anfangen? Ja, dann fange ich mal an. Ist ja gegendert, fängt sie auch an. Ja, wenn es gegendert ist, dann fange ich jetzt an. Warum bin ich keine Karrieristin? Das kann ich gar nicht beantworten. Das müsst ihr selber beantworten. Ihr seid diejenigen, die das wissen müssen. Könnt ihr mir vertrauen oder könnt ihr mir nicht vertrauen? Guckt euch an, was ich bisher für die Piraten gemacht habe. Schaut genau hin, beäugt es kritisch. Von mir aus auch misstrauisch, wenn es euch weiterhilft. Und dann könnt ihr beurteilen, ob ich eine Karrieristin bin oder ob ich die Arbeit aus Prinzip für Piraten mache. Was soll ich da sonst zu sagen? Also okay, das ist doch gut. Ja. ist die Frage, was mein Ziel ist. Und wenn ich das erreiche, habe ich da Karriere gemacht. Ne? Mein Ziel ist ja, was zu bewegen. Deswegen habe ich ja mit Politik angefangen. Deswegen sitze ich hier, deswegen engagiere ich mich. Du wärst bereit, eine politische Karriere zu machen? Ja, natürlich. Sonst, du bist ein Karrierist. Soll ich Nein sagen und jetzt rausgehen? Karrierist im positiven Sinne, ja. Dass ich was bewegen will und natürlich an die Stellen gehen will, wo ich das bewegen kann. Ja? Wird natürlich die Frage kommen, das kannst du ja hier im Kleinen auch, oder diese berühmte Frage, was kannst du mit einem Mandat machen, was du nicht als Basis auch kannst. Ja? Weltverschwörung. Weltverschwörung. Ich kann mit der Lobby reden. Was kann ich machen? Ich kann das umsetzen, was ich mir vorstelle, sofern es mit den Piratenzielen im Einklang ist. Weil das ist es doch, was wir machen. Wir wollen uns als Piraten da reinbringen. Wir wollen das Ganze aufbrechen und erstmal diesen Lobby-Sumpf trockenlegen und Transparenz reinbringen. Im Grunde genommen geht es doch um diese Kernthemen, von jeder so schön sagt, ja, Transparenz, tolles Schlagwort, Bürgerbeteiligung, tolles Schlagwort. Aber irgendwo muss man anfangen, um das umzusetzen und da will ich hin. Ja. Und wenn ich das schaffe, dann habe ich für mich Karriere gemacht.
Ich denke, man muss das Wort erstmal differenzieren. Also der Karrierist, so wie er da in der Frage gemeint ist, ja, ist jemand, der bereit ist, seine Inhalte und Werte jederzeit zu verraten, wenn es denn seiner Karriere dienen würde. Ja, das ist der, sozusagen der Verdacht, der da drin steckt in diesem Wort Karrierist. Und so wie du das jetzt gesagt hast, würdest du arbeitest, weil dir deine Inhalte wichtig sind und dabei machst du eine Parteikarriere oder so. So. Das ist ja überhaupt gar nichts dagegen einzuwenden. Die Frage bleibt für mich nichts dagegen einzuwenden. Du stehst für deine Inhalte und wenn du dabei irgendwie 20 Jahre Politik machst, hast du eine politische Karriere gemacht. So, du hast das ja schon in der SPD gemacht, dann haben sich deine Inhalte geändert, da stehst du für was anderes, jetzt machst du es bei den Piraten. Dagegen ist nichts einzuwenden. Ein Karrierist ist jemand, der gibt seine Werte und Inhalte jederzeit auf, um seine Karriere zu befördern. Und das geht gar nicht. Ja, also seine Grundwerte aufgeben, nur damit man den Posten kriegt oder sowas. Das kann nicht sein. Und deswegen ist die Frage nach, bist du nicht vielleicht doch nur ein Karrierist, ist die Frage nach der Motivation des politischen Handelns. Wieso handelst du überhaupt politisch? Und also ich mache es nicht fürs Geld, weil es würde mich schlechter stellen. Was für ein Aufschrei, ja? Ich werde kämpfen müssen, um die Sachen so aufrechtzuerhalten, wie die Schule für meine Tochter und so weiter, wenn ich das tatsächlich mache. Ich habe schon so viele unterschiedliche Berufe gemacht und Karrieren, das reicht mir für alle Zeiten. Und ich bin in die Politik gegangen, um mit der geistigen Haltung, die ich kommuniziere, die ich lebe, die ich bin, die möchte ich mit möglichst viel Wirkung. Der möchte ich Wirkung verschaffen. Mir geht es nur um die Inhalte. Und sollte sich zum Beispiel Piratenpartei plötzlich in irgendeine Richtung entwickeln, wo ich merke, das kann ich mit meinen Werten nicht vertragen, dann gehe ich. Das glaube ich zwar nicht, ja, weil ich habe den Eindruck, das ist schon das Richtige, was da passiert, aber das ist das Wichtigste für mich. Ich brauche keine Karriere mehr. Aber ich bin gerne bereit, nochmal nach Berlin zu gehen und richtig Rauch reinzulassen. Da habe ich Bock drauf. Ne? Okay, und wenn wir da schon gerade sind, Köpfe statt Themen, Themen statt Köpfe, Themen mit Köpfen, Kopf ab, Kopf dran. Tja, also sagen wir es mal so, ein Thema wird nicht in eine Talkshow gehen und sagen, hallo, ich bin ein Thema und ich stelle mich jetzt vor. So funktioniert es vielleicht. Vielleicht sollten wir das probieren. Ein Thema wird auch nicht in eine Redaktion reingehen und sagen, hallo, ich gebe heute mal ein Interview, bitte fragt mich. Nein, das geht nicht, ja. Es braucht einfach einen Kopf, der dieses Thema transportiert. Und es ist völlig egal, ob uns das gefällt oder nicht. Außerdem, man muss sich doch mal überlegen, was heißt denn Kopf? Der Kopf steht doch letztlich für den Menschen, ja. Das heißt, wenn ich sage, Themen statt Köpfe, dann sage ich ganz am Ende, wenn man das ganz konsequent weiterdenkt, ich will Themen, aber keine Menschen. Aber wir sind doch hier und machen Politik für Menschen. Und es können nur Menschen Politik für Menschen machen. Anders funktioniert es nicht. Deswegen finde ich diese Diskussion teilweise absurd. Ich finde es falsch, einen Personenkult zu fördern. Ja? Ich finde es auch falsch, einen reinen Personenwahlkampf zu machen, wie es die etablierten Parteien tun, die sagen, wir haben hier unseren Kanzlerkandidaten oder unsere Kanzlerkandidatin und auf diese Person stellen wir unseren gesamten Wahlkampf ab. Das ist falsch. Ja? Das geht gar nicht, zumindest nicht für uns Piraten. Aber sich hinzustellen und zu sagen, wir brauchen überhaupt keine Köpfe, das ist das absolute Gegenteil davon, also das andere Extrem. Aber die Geschichte zeigt, dass Extreme immer irgendwie schlecht sind. Ja? Man muss irgendwo den vernünftigen Weg dazwischen finden. Und wenn ich mir jetzt ansehe, wir haben einen Bruno Kramm, der ist der Kopf für das Urheberrecht. Aber das, was der macht, ist geil. Der kommt in die Medien rein, der bringt unsere Themen richtig gut in die Medien. Das ist das, was wir brauchen. Ja? Und irgendwann wird er vielleicht nicht mehr der Urheberrechtsbeauftragte sein,
Denn wenn wir eine Bundestagsfraktion stellen, wird er halt im Bundestag sitzen, dann wird es einen anderen geben, der Themenbeauftragte für das Urheberrecht ist und der dann die Themen der Partei auf Podiumdiskussion und in die Medien reinträgt. Das ist doch nichts Schlimmes. Du, Herbert hier, ist ein Kopf einer Fraktion. Ja? Das ist ein Mensch, das ist ein Kopf. Eine Fraktion besteht aus Köpfen. Wir wählen Köpfe. Wir kommen da gar nicht drum herum. Deswegen halte ich diese teilweise extrem ideologisch aufgeblasene Diskussion für nicht zielführend. Ich würde es noch nicht mal ideologisch nennen. Ne? Denn letztendlich steht ja dahinter, dass ich Angst habe, dass da eine Person zählt und der ragt dann oder die ragt dann aus dieser flachen Hierarchie heraus. Das heißt, das Bestreben an flachen Hierarchien ist ja, dass möglichst viele zu sagen haben und möglichst alle wollen gehört werden, möglichst alle wollen mitdiskutieren, hörbar mitdiskutieren. Alle wollen Macht. Ja. Und diese Schwarmintelligenz sein. Aber dieser Körper, Schwarmintelligenz, braucht letztendlich ein Sprachrohr. Ja? Also wir können, wie du schon sagst, in der Talkshow keinen Monitor aufstellen, der dann das aktuelle Meinungsbild zu der gerade gestellten Frage ausspuckt und die Meinung der Piratenpartei darstellt. Interessante Idee. Funktioniert nicht. Ja? Ein gewisses Charisma gehört dazu, auch Redefähigkeit. Ja? Und die hat nun mal nicht jeder. Also ich bin nicht der Redner vom Herrn. Claudia hat so mal so schön gesagt, Herbert, mach mal schneller. Ja? oder andere sagen, mach mal lauter. Ja? Aber trotzdem, auf meine Weise, auf den Punkt gebracht, in kleinem Rahmen, sage ich so, das stört mich, das will ich. Jemand anders würde es vielleicht mehr umschreiben, dass es jemand besser versteht. Ja? Und ich würde den jetzt nicht als Kopf bezeichnen, sondern da ist eine Person da, die uns vertritt. Und wenn uns jemand vertritt, finde ich das okay. Ja? Aber das ist dann nicht auf den, ist dann nicht auf den Kopf reduziert. Das ist dann nicht auf. Man kann es ja im Prinzip nur verstehen, diese Angst vor Köpfen. Da ist jemand, der ist dann die Partei. Ja, aber das ist doch auch jetzt nicht der Fall. Also das ist doch eine absurde Situation. So ist es doch gar nicht. Ja? Ja. Ich meine, die einzige Person, die wirklich ganz weit herausgeragt hat, das war Marina Weißband und da hat sich niemand aufgeregt, sondern alle fanden sie toll. Es hat uns doch auch nicht geschadet. Also es ist das nichts wirklich Schlimmes passiert. Punkt mit also Marina gerade, dass Marina genau dieses Herausragen und dieses von der Presse hofiert werden, immer eigentlich abgelehnt hat, also dass sie da auch das so glaubwürdig verkörpern konnte, zumindest, dass sie das alle abgenommen haben, dass sie das eben nicht wollte und dass sie in eine Situation reingeraten ist, die sie selber gar nicht herbeiführen wollte. Das ist richtig, aber es ist halt passiert und mein Gott, die Piratenpartei ist davon nicht untergegangen, ja, wir haben es, sondern ganz im Gegenteil, es hat sogar eine Menge Sympathie eingebracht, aber das ist ein anderer Punkt. Wir brauchen auch gar nicht so eine Person, die so weit rausragt, aber wir werden nicht darum herumkommen, einige Leute zu haben, die unsere Themen einfach auch in die Medienlandschaft transportieren. Ohne dem wird es nicht funktionieren. Ja, wir können auch nicht hingehen und sagen, wir verändern jetzt mal eben die gesamte Medienlandschaft nach unseren Vorstellungen, so wie wir die haben wollen, und dann muss sich die Medienlandschaft an uns anpassen. Das ist jenseits aller Realität, das wird nicht passieren. Ja, also als das, was ich bis jetzt gesagt habe, im Prinzip ja nur gefühlt, ja, also meine Meinung. Was ich als Fakt reinbringen kann, ist, dass ich zur Kommunalwahl habe ich mir Visitenkarten machen lassen, mit meinem Bild drauf, Rückseite, mein Statement, warum will ich gewählt werden, und habe die in Flyer gesteckt, bin in die Nähe meiner Wahllokale gegangen, und die in meiner Nähe sind, und habe die dort verteilt. Und in der Nähe dieser Wahllokale habe ich wesentlich bessere Ergebnisse erzielt als in den anderen. Darf ich mal kurz was zu dem Thema sagen? Ja, nur noch einen Satz. Ich meine, das absolute Extrem
wenn es darum geht, dass man keine Köpfe haben will, wozu das führt, das haben wir doch jetzt auch gerade in Wiesbaden erlebt, wo man dann eben halt kurzerhand den Kopf mal eben, naja, abgesägt hat in einer indirekten Art und Weise. Ich dachte, das wollten wir nicht thematisieren. Gut. Okay, wir haben dich verstanden. Gut. Na, fahr. Jetzt du. Also, ja, also Themen oder Köpfe ist natürlich dem Misstrauen geschuldet, dass wenn sich ein Kopf, also ein Mensch, dauerhaft positioniert, also wie jetzt ein Tritin ist immer noch da oder so, ja, dass es dann sowas wie festgefahrene Machtstrukturen gibt, die man dann schwer brechen kann. Und diese Chance möchte man niemandem geben, dass er sich so fest installiert, dass du ihn nicht mehr wegkriegst. Deswegen ist das Misstrauen wohlverständlich. Die Grünen haben ganz am Anfang vor 30 Jahren auch dann, was ich, rotierende Verfahren gehabt in den Positionen und so weiter, um eben genau dies zu verhindern. Und die Angst ist verständlich. Das andere ist, dass eine Frage, die man in der Struktur stellt, entweder oder, also eine duale Denkstruktur, verhindert ganz viel, nämlich Erkenntnisgewinn. Dann gibt es nämlich nur, entweder ist das eine richtig oder es ist das andere richtig. Entweder Politik von oben nach unten oder Politik von unten nach oben. Das ist dann angeblich 2-0. Der Philosoph würde sagen, es ist strukturell isomorph. Es ist nämlich genau gleichförmig, bloß mit umgekehrten Vorzeichen. Und genauso ist es mit Themen oder Köpfe. Dann hast du nur das eine oder nur das andere. Wenn du das duale Denken aufgibst, dann kannst du dir anfangen zu überlegen, wie können denn Themen und Köpfe, das ist ja das, was ihr jetzt eben gemacht habt, wie können Themen und Köpfe, wie kannst du das so intelligent miteinander verbinden, dass keiner der Köpfe, also sozusagen machtförmig das Feld besetzt, dauerhaft, und gleichzeitig die Themen weiter das wichtige treibende Element sind und nicht die Leute. Und deswegen ist es ganz einfach, Themen und Köpfe, nämlich für jedes Thema den passenden Kopf, und aufpassen, dass der sich nicht so reinfräst, dass du ihn von dem Stuhl nicht mehr lösen kannst, wenn das dann doch irgendwie mal sinnvoll wäre. Ja, also ich glaube, dass diese Strukturen, die wir haben, diese doch basisdemokratisch orientierten Strukturen und diese flachen Hierarchien, die wir haben, auch dafür sorgt, dass du eben halt doch Leute, die sich total daneben benehmen und wo du sagst, ey, geht gar nicht mehr, dass du eben spätestens bei der nächsten Wahl irgendwie entsorgst, indem er einfach nicht wiedergewählt wird. Das ist ja der große Unterschied. Wir haben ja nicht dieses Delegiertensystem, das ja auch die Grünen haben, da kannst du also eben halt untereinander schon ausmauscheln, wer da mal wann wohin gewählt wird. Das haben wir ja nicht. Ja? Das heißt, wir haben doch die Problematik auch schlicht nicht. Insofern ist es eine Diskussion, die teilweise obsolet ist. Ja, außerdem hören Menschen zu. Ja. Richtig. Und wenn ich jemanden zum Beispiel haben möchte, der valide über Finanzsystem irgendwelche Dinge sagt, dann brauche ich den Matthias Gascher oder den Arne, wenn er sich kurz fasst. Ja. Und das sind dann die richtigen Köpfe für die Themen. Ja, definitiv. Und ganz einfach. Und wir haben jede Menge Köpfe. Und auch die richtigen Köpfe in den AGs. Und du brauchst für jedes Thema einen Kopf. Und dieses Herausragen, bloß nicht herausragen, ja, das, was du da vorhin gesagt hast, das ist bei Gesellschaften, die sehr personalistisch sind, wir sind alle gleich, Egalität, Fraternität, Liberté und so weiter. Aber diese Gleichheit ist sozusagen, jeder Mensch ist gleich viel wert, aber alle Menschen sind unterschiedlich. Wir sind ja eben nicht gleich. Gott sei Dank. Ja, wie langweilig auch. Und dann musst du dich doch freuen, dass du einen hast, der da so rausragt und die raus da so raus und da vorne hast einen, der kann dafür rausragen, ist doch toll. Wir sollten uns anfangen, sozusagen darin zu schätzen, dass wir unterschiedliche Dinge unterschiedlich gut können. Wobei, und das ist eben halt der Punkt mit der Schwarmintelligenz, also ich bin mit dem Begriff Schwarmintelligenz gar nicht immer so glücklich, weil wenn man sich mal anguckt, wie funktioniert ein Schwarm? Der Schwarm funktioniert so, dass ein Individuum immer genau guckt, was macht das andere Individuum. Ja? Also ständig guckt jeder auf jeden, was macht denn der andere? Das ist das Gegenteil von Denk selbst. Ja. Es ist das Gegenteil von Denk selbst und es ist das Gegenteil von individuell, weil in einem Schwarm sehen die Individuen auch noch alle gleich aus. Ja? Also Individualität null. Das ist auch das, wo ich immer wieder sage, hey Leute, wir sind doch hier nicht bei den Borg. Ja? Resistance is futile. Ja, genau, nein. Sondern wir sind eine große Ansammlung von Menschen mit unterschiedlichen Ressourcen, mit unterschiedlichen Schwerpunkten, mit unterschiedlichen Talenten. Und jedes
Jede einzelne Ressource, jedes einzelne Talent wird nicht nur gebraucht, es muss auch genauso eingebracht werden können, wie man es selber einbringen möchte, wie man selbst ist. Es kann doch nicht sein, dass sich jeder an einen Schwarm anpassen muss und dabei seine Individualität verliert. Das kann nicht das sein, was wir wirklich wollen. Klingt nicht wirklich liberal. Ich denke, nee. Ich denke, wir müssen einen intelligenteren Begriff für Schwarmintelligenz finden, weil diese Schwarmintelligenz ist etwas, da kann man eine ganz große Fehlinterpretation reinlegen. Ja, die Metapher. Ja, die Metapher ist schwierig. Passt nicht. Ja, schwierig. Okay. Machen wir doch mal weiter hier mit Parteiarbeit. Die ist ja ganz wichtig. Wo habt ihr bereits in der Vergangenheit Verantwortung der Piratenpartei übernommen und Piraten motiviert, mit euch an einem Projekt oder Ziel zusammenzuarbeiten? Das ist die eine Frage, die ich gerne mit dem zusammenstecken würde. Was habt ihr in den letzten 4 Jahren für die Ideen der Piratenpartei getan? Beziehungsweise, wie habt ihr euch in der Mitmachpartei engagiert? Seid ihr überhaupt alle 4 Jahre schon dabei? Nein. Deswegen ist die Frage eigentlich albern. Egal, aber was hast du seit deiner Wer nicht von Anfang an dabei ist, hat überhaupt ist, gar kein Recht, gewählt werden zu lassen. Also, wann war denn dein Anfang? Ja, eben. Ja. Wer in Berlin hat eigentlich... Ich arbeite seit 30 Jahren an piratischen Zielen. Wer nicht Gründungsmitglied ist, hat überhaupt nicht das Recht zu kandidieren. Also, was sind das für die Kandidaten, Fragen? Die Kandidaten verwerfen die Frage. Nächste Frage. Ich bin Gründungsmitglied. Ich habe diesen Parfum mitgegründet. Ja, also ich bin jetzt ganz böse. Und wenn das heißt, dass ich deswegen nicht gewählt werden kann, weil ich auch mal böse bin, dann ist es eben so. Aber ich werde mich hier nicht verbiegen und nicht wunders wie schön darstellen. Nein, ich kann auch mal böse sein. Und nein, du musst jetzt dein Rabattmarkenheft vorlegen. Und wenn es nicht voll ist, dann wirst du schlecht bewertet. Ja, dann ist das jetzt so. Ja, mein Gott. Sowas nicht. Ich dachte, das geht nach der Wiki-Seite, nach Anzahl der Tierstempel auf der Wiki-Seite. Nein, also wie viel ich... Stimmt. Aber gehen wir mal zu dem, was hat man denn so in der letzten Zeit gemacht? Ja, also wie gesagt... Das könnte jetzt Jahre dauern, wenn das ich jetzt könnte, alles erkläre. Also wenn ich jetzt das alles erkläre, das könnte ich glaube, wirklich auch, sehr lang werden. Du hast gesagt, so Bundespressesprecherin und Stellvertretende und Niedersachsen-Wahlkampf und überhaupt und AG. Und AGs und bla. Also ich kann das jetzt alles nochmal... Anfang auch schon gesagt. Also ich glaube, mit dem Thema sind wir durch. Ja, eigentlich sind wir durch. Jeder hat gesagt, was er piratisch macht. Also nächste Frage. In den nächsten Projekten. Also na gut. Dann haben wir das weg. Komm, hau weg. Wir machen jetzt 2 schnelle. Seid ihr Mitglied des Frankfurter Kollegiums, einer von euch? Yes. Nein. Nein. Ja. Okay. Gut, erledigt. Dazu, halt, da will ich immer noch was dazu sagen. Halt, da kommt halt. Noch mehr. Lest bitte meinen Text zur Transparenz, der auf dem Frankfurter Kollegium unter Themen steht. Das Erstaunliche ist, es gab Bashing aufs Kollegium ohne Ende, weil da ja alles reininterpretiert worden wäre, worden ist, was man nur machen kann. Tatsache ist, es hat ein e.V., die Form des e.V.s, weil man dann für 19 Euro alle Räume in Frankfurt mieten kann. Aber man kann natürlich alles Böse reininterpretieren, was man gerne möchte. Wichtig ist die thematische Arbeit, daran muss man gemessen werden. Und wir haben uns mit dem sozusagen an das schwierigste Thema zuerst gewagt, nämlich was ist Transparenz? Was steckt da eigentlich dahinter? Wo kommt diese Forderung her? Was ist darunter zu verstehen? Was bedeutet das für den Einzelnen? Was bedeutet das für die Gruppe? Und was bedeutet transparentes Arbeiten? Und diese Diskussion möchte ich gerne anfachen, was das Zeug hält. Es gibt am 15. Februar ein Mumble dazu im Dicken Engel, wo ich Rede und Antwort dazu stehe. Und dazu wäre ich sehr unheimlich froh, wenn das ein paar Leute vorher gelesen hätten, damit wir auch wissen, worüber wir sprechen. Ja, aber warum lasst ihr denn nicht jeden zu? Warum lasst ihr denn nicht jeden rein? Ja, warum gibt es da eine Auswahl, ob ich rein darf oder nicht? Ja, weil du in einem Verein aufgenommen werden musst oder nicht. Genauso wie bei den Sozialpiraten. Ich war auf der Seite von den Sozialpiraten und habe mich angemeldet, damit ich da mitdiskutieren kann, melde mich an und dann kriege ich als nächstes die Nachricht: Damit darfst du zwar mitdiskutieren, aber du bist kein Mitglied des Vereins. Die Sozialpiraten haben einen Verein, und wenn du das möchtest, dann musst du einen Antrag stellen. Und dass die in Vereinsform haben... AG Dicke Piraten nehmen auch nicht jeden. Bitte? AG Dicke Piraten nehmen ja auch nicht jeden. Ja, also ich würde da nicht Mitglied werden, das ist schon richtig. Das liegt jetzt aber, das kann man sich aneignen, wenn man das möchte. Wenn ich von dir Berlin hier noch mehr von dir. Okay. Ich glaube, so viel kann ich gar nicht essen.
Wir können jetzt zu viert ein Mitglied werden vielleicht. Ja, genau. Wir machen eine Sammelmitgliedschaft. Ja, genau. Okay, Frankfurter Kollegium ist jetzt abgehakt. Ist, ne? Also, aber wie gesagt, Mumble, der Robert ist im Mumble am 15. abends, glaube ich. Ne? Ja. 15. abends zum Thema Transparenz. Bitte tut euch selbst einen Gefallen, damit ihr mitreden könnt und lest den Text zu Grundsatzpapier Transparenz des Kollegiums und der Themen, kann man das aufrufen. Es gibt da auch ein Pad, da könnt ihr auch reinschreiben. Und was mich wahnsinnig freuen würde, ist, wenn dieser Text wachsen würde, Ergänzungen finden würde und gemeinsam Piratik zu einem tatsächlichen Grundsatzpapier Transparenz würde, weil so ist es nur als Anregung erstmal gedacht. Hm? Oh, das ist ja Sacharbeit. Ja. Sachorientierte Arbeit. Kommen wir jetzt bloß Arbeit. Nicht mit Fakten. Kommen wir bloß, genau. Gut, der Nächste, jetzt wird's hart. Seid oder wart ihr Mitglieder von Scientology? Das war doch auch eine Wiki-Frage. Also nein, ich bin es nicht, ich werde es nicht sein und komm, ich kann mit Scientologen nichts anfangen. Nein. Danke. So, jetzt nächste Frage, ob ihr überhaupt eine piratige Peergroup habt. Das ist, nennt jeweils 5 andere Piraten, mit denen ihr an euren Themen arbeitet. Martina, du kannst auch das Bundespresseteam einfach, glaube ich, nennen. Ja, ich könnte den Bundesvorstand nennen. Ich kann die ganzen. Ich könnte jetzt jede einzelne AG aufzählen. Auch nicht mit dem Bundesvorstand. Nein, aber es ist so. Also ich meine, ich werde jetzt auch nicht lügen. Ich arbeite mit dem Bundesvorstand zusammen. Das ist ja prinzipiell schon schlechtes Karma. Ja, wahrscheinlich. Ich bin wahrscheinlich genauso böse. Ja, aber Peergroups sind doch auch böse. Ja, Peergroups sind auch böse. Wir sollten das Versammlungsrecht für Piraten einschränken. Ja. Ja, aber voll. Ja. Nee, also, ich meine, ich habe. Ich habe einen Fraktionskollegen, ich habe 2 Fraktionsmitarbeiter, die sind Piraten, regelmäßig nehmen an unserer Fraktionssitzung Piraten teil. Und ach ja, ab und zu mache ich noch mit irgendeinem Deppen da Streaming. Ja, so, ich kriege die 5 zusammen. Das ist kein Thema. Okay, okay. Es gibt mehr als 5 Piraten in Wiesbaden. Echt? Ja. Außerdem kenne ich jede Menge Piraten aus dem Presseteam. Außerdem kenne ich, kenne sogar Leute aus dem Vorstand. Da bist du genauso böse wie ich. Ich kenne auch Leute aus Frankfurt. Wir könnten jetzt einen Verein aufmachen. Wir kennen böse Piraten. Also die Frage ist ein Witz. Ja. Ja. Gut. An der Stelle. Ja. Obwohl, ich kann mir kaum vorstellen, dass sich jemand zum Kandidaten irgendwie versucht zu machen, ja, der nicht irgendwelche Leute kennt. Trotzdem muss man es ernst nehmen, ist eine Intention dahinter. Ne? Also. Ja, die Intention ist, bist du ein einsamer Ritter, der versucht, Kandidat zu werden. Aber die Frage, man könnte oder? Doch jetzt auch einfach und wenn auf diese du zu gut vernetzt bist, dann ist aber auch gefährlich. Ja, zu gut vernetzt, das bedeutet ja, dass du Interesse an Macht hast. Und dann müssen die anderen Leute, die auch Interesse an Macht haben, sofort in die Schranken weisen. Das ist ganz wichtig. Genau, das ist das. Der springende Punkt. Gut, was machen wir denn jetzt als nächstes hier? Bitte nennt die 3 wichtigsten Punkte. So, jetzt wird es interessant. Die aus eurer Sicht für die nie definierten Grundwerte der Piraten stehen. Und speziell dazu, also fangen wir erstmal mit Robert an. Also da steht erstmal, du sagst, Piraten haben das gleiche Ziel. Worin, glaubst du, stimmen sie mit deinen persönlichen Zielen ein und worin nicht? Das ist das eine, was an dich gerichtet ist. Und dann, du redest viel über Harmonie und was würdest du tun, wenn du in der Fraktion einen Streit schlichten müsstest, aber das können wir vielleicht als zweites machen. Erstmal, du sagst, Piraten haben alle das gleiche Ziel und worin glaubst du, stimmen sie mit deinen persönlichen Zielen überein und worin nicht? Ja. Das ist die erste Frage mal so. Also, sozusagen, den Satz habe ich ja wirklich gesagt, ich bin der Meinung, wir haben alle ein gemeinsames Ziel. Das mit der Harmonie zum Beispiel habe ich nie gesagt. Also das Wort Harmonie kommt, glaube ich, in keinem meiner Texte irgendwo vor. Das gemeinsame Ziel ist eine Gesellschaft, die der Gesellschaft dient und nicht den Interessen weniger, die die Gesellschaft ausbluten wollen. Und insofern sind die Piraten meiner Ansicht nach ein Zeichen der Zeit. Es gibt eine unglaubliche gesellschaftliche Umwälzung im Moment. Es gibt auf der einen Seite aus den großen Machtstrukturen heraus gibt es den Versuch inzwischen jetzt auch die Infrastrukturen aufzukaufen der Völker und so weiter und so fort. Irgendwann ist das alles privatisiert. Dann ist die Idee eines Staates nur noch eine theoretische Idee, weil ihm nichts mehr gehört. Und es gibt eine Gegenidee und diese Gegenidee, für die stehen die Piraten und deswegen gibt es sie meiner Ansicht nach auch, weil sie aus einer Bewegung entstanden sind. Zu dieser Bewegung gehört noch viel mehr. Also jetzt das, womit ich da einig bin, ist, damit bin ich wahrscheinlich auch einig mit Occupy und da bin ich wahrscheinlich auch einig mit Attack und da bin ich einig mit allen möglichen NGOs, nämlich lasst uns eine
für alle positiv lebbare, nachhaltige Welt schaffen, in der wir uns entfalten können und nicht unter Machtstrukturen und Repressionen leiden müssen, die inzwischen unnötig geworden sind. Darin stimme ich, glaube ich, mit den Piraten überein und Sie auch mit mir. Gibt's was, womit du nicht übereinstimmst, wo du meinst, dass die Piraten das vertreten und wo du nicht mit übereinstimmst? So sehr, sehr schwierig. Also ich habe das ganze Programm natürlich gelesen. Es gibt 1 Million Anträge. Es gibt Anträge sogar zu Zeitreisen und solchen Sachen. Und da gibt es Sachen, wo ich mich frage, muss man darüber reden? Aber es gibt nichts Grundsätzliches, was im Programm steht, wo ich sage, da stehe ich nicht dafür. Gar nichts. Gut. Was habe ich gelesen, bevor ich Pirat wurde? Okay. Nächste Frage. Du redest viel über Harmonie. Hast du gerade gesagt, tust du nicht. Was würdest du tun, wenn du in der Fraktion einen Streit schlichten müsstest, selbst aber die Meinung einer der beiden Parteien vertreten würdest? Einen Mediator besorgen? Was für eine Frage. Punkt aus. Weiter. Dann hätten wir die Fragen an Robert. Und dann machen wir das mit den Grundwerten. Bitte nennt die 3 wichtigsten Punkte, die aus eurer Sicht die nie definierten Grundwerte der Piraten, also diese 3 Punkte einfach darstellen. Die sollen wir jetzt mal eben fix definieren? Ihr sollt das definieren. Wir schreiben dann schnell innerhalb von der 1/4 Stunde, die wir noch haben, einen Antrag für den LPT und stellen den ins Wiki. Nein, einfach nur mal vielleicht, dass ihr irgendwie... Vielleicht auch 3 Worte. Eine Weltsicht auf 3 Worte zu reduzieren. Freunde, ist ein Witz. Dazu ist die Welt viel zu komplex. Also, um überhaupt eine Antwort zu geben, ziehe ich mich zurück auf die Grundwerte, die Geldsystempiraten und die AG-Wirtschaft reingeschrieben haben in ihren Antrag PA444, der auf dem Bundesparteitag durchgegangen ist. Und das ist Freiheit, Gerechtigkeit, Nachhaltigkeit. Und die haben das als Dimensionen definiert. Das finde ich sehr interessant. Also es gibt eben nicht als Widersprüche. Normalerweise denkt man, wenn es mehr Freiheit gibt, dann kann es weniger Gerechtigkeit geben. Das sehe ich überhaupt nicht so. Oder weniger Nachhaltigkeit, wenn es mehr Freiheit gibt, weil dann kann man ja alles versauen und so. Sondern die spannen das auf als dreidimensionales Ding. Es gibt Freiheit, es gibt Nachhaltigkeit, es gibt Gerechtigkeit. Und das spannt einen dreidimensionalen Raum auf. Und in diesem dreidimensionalen Raum kann man so gestalten, dass diese 3 Werte immer berücksichtigt sind. Und das würde ich als... Also wenn man es auf 3 Werte reduzieren will, nach der Frage, fände ich das eine sehr gute Darstellung der Grundwerte der Piraten. Das ist verdammt dämlich, weil ich hätte jetzt eigentlich dasselbe sagen können. Ja, aber es ist doch wunderbar. Nein, verdammt. Ja, aber dann sind wir uns... Ja, aber jetzt kann ich nichts mehr sagen. Doch, nein, du musst ja nichts gegen mich sagen. Wir kandidieren also genauso. Wir kandidieren ja auch gemeinsam. Es tut mir leid, ich kann jetzt nichts weiter dazu sagen, weil er hat jetzt schon alles gesagt. Also. Herbert? Das hat schön angehört. Das ist wirklich schön, danke. Das habe ich auch nicht erfunden. Ich finde es nur toll. Ich meine, es ist auch nicht. Die sind auch nie nicht definiert worden. Ich denke, die sind nie vollständig definiert worden. Beziehungsweise, wir haben sie nie in Stein gemeißelt. Ja? Wenn man allein liest, was die Gruppe 42 geschrieben hat, da kann ich mich bei fast jedem Punkt dahinter stellen. Ja? Ich kann sehen, was für mich davon am wichtigsten ist im Moment, ganz aktuell. Ja? Das hängt ja auch damit zusammen, warum ich das Ganze hier mache. Ja? 3 Werte. Ja? Nenne 3 Werte jetzt. Los, ja? Mach mal klar. Also 3 Werte. Im Sinne von Daten und Verträge öffentlich machen. Ich mache mal ganz schnell. Ja, und auf jeden Fall will ich gar nicht, dass die Kirche Einfluss dass sie auch Einfluss auf Politik hat, genauso wenig will, dass die Wirtschaft Einfluss auf Politik hat. Ja, und dann habe ich schon 3 Punkte und wenn ich noch lange rede, fallen mir noch viel mehr ein. Aber die Zeit ist gleich schon um. Das ging jetzt so schnell. Ja, können wir nicht überziehen? Das macht doch der Gottschalk auch ständig. Wir sind gleich bei 2,5 Stunden. Ich weiß ja nicht, noch mehr. Ja, das hört sich ja kein Mensch an. ihr könnt uns mailen, schreiben, alles mögliche. Ja, Wiki, man kann an. Und kommt nach Grünberg. Bitte kommt an. Aber der Gottschalk überzieht doch auch unendlich lang, dass die Sportschau erst um 1 Uhr oder so stattfindet. Sepp Schalk. Deswegen hat er den Sender gewählt. Dann haben wir den Sepp Schalk. Ja, aber wir haben ja hier den Sepp-Sender, da können wir ja überziehen. Gibt es noch irgendwas, irgendeinen Hammer, der noch am Schluss mal reinknallt? Damit jemand bis zum Schluss macht. Mach doch mal so eine klassische Maischberger-Schlussrunde. Was ist hier eine Frage für mich? Es gibt eine Frage ist die wieder gegendert? Nee, die ist nicht gegendert. Ah, dann ist sie bestimmt nicht für mich. Aber das ist eine Genderfrage. Es ist eine Genderfrage, Wie erklärst du nach außen,
Also wenn das ist also natürlich als stellvertretende Bundespressesprecherin ist das natürlich auch sehr wichtig, dass es so wenig Frauen in der Piratenpartei bisher gibt. Und wie begründet man sich? Wie begründet sich das? Ein Punkt ist, dass wir halt Nerd-Themen haben. Es liegt einfach schlicht an unserer ursprünglichen Kernthematik. Es ist leider Gottes so, dass es nur sehr, sehr wenige Frauen gibt, die sich mit Themen des Internets auseinandergesetzt haben. Man sieht aber auch sehr schön, dass mit dem großen Zustrom und dem Anwachsen der Themen sehr viele Frauen dazugekommen sind. In der AG Landwirtschaft zum Beispiel ist eine Koordinatorin, das ist eine Frau, das ist die Birgit Piepgras, genau, Birgit Piepgras. Also auch in anderen, in vielen AGs sind mittlerweile Frauen wirklich wahnsinnig aktiv. Ein klassisch männliches Thema, die Verteidigungspolitik, ist übrigens auch eine Frau, die jetzt auch, das ist die Caro Gauseweg, heißt sie, glaube ich, die jetzt auch auf Listenplatz 2 in Sachsen ist. Das heißt, wir haben gute Frauen. Und je mehr Frauen bei uns sich einbringen und ihre Themen auch nach vorne bringen, und zwar nicht nur als Gender-Themen, sondern richtig knallhart fachpolitisch, desto mehr Frauen werden auch bei uns kommen, zu uns kommen. Und es ergibt sich eben schlicht aus der Tatsache, dass es sich mittlerweile auch rumspricht, dass wir nicht mehr nur die Internetpartei ist. Also man hört eigentlich immer noch viel zu oft, die Piraten, das sind doch die mit dem Internet, und dann interessieren sich die Frauen dafür nicht, das ist doof, da müssen wir dran arbeiten. Aber je mehr wir auch andere Themen nach draußen transportieren, desto mehr Frauen werden auch zu uns kommen. Punkt. Das ist einfach so. Okay. Möchten die Herren der Schöpfung dazu noch was ergänzen? Ja, also für mein Empfinden haben wir nicht weniger Frauen als andere Parteien. Für mein Empfinden sind die Frauen, die wir haben, zum größten Teil sehr viel aktiver als die Männer, die wir haben. Denn, wie du sagtest, ja, die AGs haben Frauen als Köpfe, Leute, Köpfe. Wenn wir gucken, in vielen Vorständen sind Frauen drin. Die Berliner haben nur eine Frau, soweit ich das mitgekriegt habe, lieber Herr Lauer, weil nur eine mit auf die Liste wollte. Und ich finde in dem Sinn auch blödsinnig, eine Liste nur aus Frauen machen zu wollen. Und die Frauen, die wir haben, die tun was, die sind aktiv, die zeigen Köpfchen. Und die sind da, wo sie jetzt sind, weil sie Köpfchen haben. Und wenn eine Frau nicht will, will sie nicht. Wenn sie bei uns im Stillen mitarbeiten will, ist sie genau richtig. Und wenn sie bei uns vorne dran mitarbeiten will, ist sie genau richtig. Deswegen finde ich die Frage eigentlich witzig. Ich habe dazu nichts zu sagen. Es ist, wie es ist, und es hat 1000 Gründe, und die werde ich jetzt nicht anfangen zu improvisieren. Du willst noch eine Frage haben, deswegen. Ja, es kommen auch noch. Wir machen jetzt bis Viertel vor. Gnadenlos. Dann haben wir alles auf 2,5 Stunden, die ganzen Sendungen dann hier immer. So, wenn die AGs die ganze Arbeit machen sollen, könnt ihr jeweils eine AG benennen, die auf parlamentarischem Level mithalten kann? Das Feedback aus den Gesprächen mit MDLs und MDBs? MDBs, mit anderen Parteien, von Age organisiert, lieferte das Feedback, dass Ehrenamtler Ideen liefern und ausarbeiten an den Parlamentariern und ihren Mitarbeitern hängt. Soll ich jetzt AGs nennen? Nenn doch mal AGs, dann kannst du... Also die AG Landwirtschaft ist mit Sicherheit eine Top-AG, die AG Europa, die AG Geldordnung, die AG Wirtschaft, die AG Umwelt, die AG Außenpolitik ist eine ganz wichtige, große AG. Damit habe ich jetzt 6 große Themen. Wer ist auf Top-Niveau dabei von unserer Seite? Die sind alle auf Top-Niveau. Also man muss sich wirklich mal angucken, auf welcher Ebene die arbeiten. Ja, also die AG Geldordnung, hat mich umgehauen. Auf deiner Seite muss man natürlich sagen, das ist wieder ein parlamentarisches Top-Niveau, wenn wir uns jetzt annehmen.
da müssten wir uns ja an dem Parlament, wie es jetzt ist, und nicht wie es uns wünschen, orientieren. Dann würden nämlich nur lauter helle Köpfe ihre Stimme reingeben können. Und wir wollen ja, dass alle ihre Stimme reingeben können. Und dass bei anderen Fraktionen parlamentarische Mitarbeiter, fraktionelle Mitarbeiter das erarbeiten. Ja, irgendjemand muss das ganze Ding schreiben. Aber ob die jetzt die Eingaben ihrer Basis oder gar von Bürgern verarbeiten, das liegt doch daran, was die Abgeordneten ihren Fraktionsmitarbeitern, ihren Referenten als Rahmen setzen. Ja, und wenn ich den Rahmen setze, das, was die AGs erarbeiten und uns reinmailen, das hat in den Rahmen mit reingefasst zu werden, dann hat die AG mitgemacht. Und dann ist es nicht eben nur irgendein Mitarbeiter, der weiß Gott, woher kommt und sich als U-Boot eingeschleust hat, sondern der muss dann da sitzen, ob er will oder nicht, und muss das berücksichtigen, was die AG gesagt hat. Ich möchte noch was Grundsätzliches zu sagen. Das ist eine der Qualitäten der Piraten, die mich echt geflasht haben. Und es hat was damit zu tun, dass wir viel IT-Nähe haben, viele Programmierer, viele Leute, die wissen, dass wenn in Zeile 8000 ein ASCII-Zeichen nicht stimmt, das ganze Programm nicht kompiliert. Ja? Und das heißt, es gibt bei uns einen Haufen Leute, die extrem sorgfältig bis ins allerletzte Detail, ich meine, wir alle kennen die Diskussion, da kann man, ja, das dauert auch dann manchmal, aber das lohnt sich, jede Sekunde lohnt sich, weil wir extrem detailliert bis ins allerletzte denken, das habe ich in mehreren AGs bisher mitgekriegt, und es gibt mir ein unglaublich gutes Gefühl, dass wenn ich weiß, eine Gruppe von Piraten beschäftigt sich mit einem Thema, dann sind die erst fertig, wenn sie sich mit diesem Thema wirklich fertig beschäftigt haben. Die hören vorher nicht auf. Und diese Sorgfalt und diese Abschlusssicherheit, ich glaube, dass wir da den anderen Parteien vorneweg sind. Das ist eine innere Haltung, die ich bei den Piraten sehe, die eine unglaubliche Stärke von uns ist. Dass wir nämlich bis ins letzte Detail gucken. Und wenn uns irgendeine andere Partei irgendwas vorlegt, wir finden den Fehler. 100 Pro. Und das ist eine Wahnsinnskraft bei den Piraten und das ist ein Fundament, auf dem wir stehen, was uns langfristig eine unglaubliche Power gibt. Wir wissen noch gar nicht, wie viel Power das ist. Das ist nämlich unfassbar. Ich weiß, wie geschludert wird in der Wirtschaft. Und das, was ich beim Piraten gesehen habe, ich habe noch nichts Geschludertes gesehen. Ich meine, stell dir nur einfach die Möglichkeit vor, ja. Du nimmst einen Referentenentwurf, was weiß ich, von der Regierungskoalition, knallst den in die AG und die nehmen den bis ins kleinste Detail auseinander. Die filetieren das. Und da ist der Fehler 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 und da ist der Fehler. Ey, das ist so ein Potenzial, das müssen wir unbedingt nutzen. Ja. Das ist ganz wichtig, dass wir diese Potenziale, die wir in den AGs haben, nutzen. Also ich versteige mich mal zu dem Satz, ich glaube, wir sind die intelligenteste Partei Deutschlands. Okay. Punkt, mach weiter. Lass den stehen, den Satz. Und das, frage mal, das nehme ich so wahr, das fühle ich so. Ja. Frage mal einfach dann rum, wie wollt ihr euch bei tagespolitischen Fragen mit der Basis abstimmen? Ihr habt da auch viel gesagt, Basisfeedback ist wichtig und dauerhaftes Feedback. Tagespolitische Fragen, schnell abstimmen irgendwie. Wie geht das, dass die Basis oder eine Mehrheitsfindung irgendwie stattfindet? Also tagespolitisch, wenn ich von jetzt auf gleich ein Statement, einen Satz, eine Entscheidung oder sonst was treffen muss, das wird nicht funktionieren. Das liegt aber auch eben halt an dem System. Wir sind das eben halt auch eine richtig parlamentarische Demokratie. Auf der anderen Seite, wir haben so ein tolles Grundsatzprogramm, das so viele Dinge abdeckt. Da muss man einfach mal sein Gehirn benutzen und gucken, wie ist denn die piratige Position dazu? Und dann kann man dazu auch tagespolitisch eine Entscheidung treffen. Ich denke schon, dass das funktioniert. Es lässt sich vieles ableiten aus dem, was wir schon haben. Ja. Ja, ich möchte da noch was Spezielles vorschlagen. Und zwar ist es so, wie du sagst, natürlich, dir hält jemand ein Mikrofon ins Gesicht und fragt dich, was ist ihre Position zu bla bla bla. So, jetzt musst du irgendwas sagen. Jetzt solltest du das Programm der Piraten im Kopf haben, das nicht irgendeinen Blödsinn erzählst, der nichts mit der Partei zu tun hat. Ja, das ist klar, du kannst dich nicht gleichzeitig mit allen abstimmen. Solltest du aber wissen, als Sprecher der Piraten, dass es neben deiner Meinung, die du dazu äußern möchtest, noch eine zweite oder vielleicht sogar eine dritte Meinung bei den Piraten in der Basis gibt, dann würde ich das als Piratorik oder sowas vorschlagen, dass man sagt, ja, zum Thema Gender gibt es bei uns folgende Meinung. Die Bayern haben gerade beschlossen,
Das machen wir nicht nach Listen, wir gucken uns die wahren Gründe an. Es gibt einen Bereich von Piraten, die heißen, was ich, die Eichhörnchen, die haben dazu folgende Meinung. Meine persönliche Meinung ist die. Und dann würde ich der Journalist fragen, ja, welche denn nun? Und dann wirst du sagen, alle drei. Weil die nämlich alle drei vom Grundsatzprogramm der Piraten abgedeckt sind und die Piraten sind die Mitmachpartei und da darf es drei Meinungen zu einem Thema geben. Was spricht denn da dagegen? Nichts. Wird aber für Journalisten natürlich sehr, schwierig. Sehr schwieriges und sehr ungewöhnliches sein. Ja, aber ich glaube, das sollten wir der Ehrlichkeit halber anfangen zu tun. Ja. Im Zweifel wird der Journalist deine Meinung nehmen. Wenn er mich live auf dem Sender hat und ich rede ihm das ins Mikrofon, hat er Pech gehabt. Ja. Das musst du dann erstmal packen, dass du dann live auf dem Sender bist. Ja, genau. Es kann sein, dass du einen dann... bitte nur eine Meinung, sage ich ja. Dann, aber es gibt noch eine zweite Möglichkeit. Wenn es ein bisschen mehr Zeit gibt, bin ich der Meinung, dass wir unbedingt unsere digitalen Mittel weiterentwickeln müssen. Das heißt, ich will jetzt zu irgendeinem Thema was wissen innerhalb von ein paar Minuten oder sowas. Dann kann ich das tweeten. Dann müsste man vielleicht sowas machen wie ein Blitz-Virtual-Meinungsbild oder sowas, dass du ratzfatz mal eben an 1000 Leute irgendwie die Frage schicken kannst und dann kommt das irgendwie zurück oder machst eine Abstimmung oder sowas, dass wir schnelle Mittel haben, wie wir schnell Rückfragen stellen können in die Basis. Das finde ich ein Bereich, den wir entwickeln müssen. Das ist Tool-Diskussion. Ja. Aber wir werden solche ich gehe jetzt nicht in die Tool-Diskussion rein. Aber es wäre doch super geil, wenn der sagt, was denkt denn bei Ihnen die Basis dazu? Und ich sage, ja. Moment mal, können wir das Interview in 5 Minuten machen? Und dann kriegt er von mir, von einem 1000er-Sample, so wie das auch die anderen Meinungsinstitute machen, kriegt er von mir eine Auswertung. Bitte, das ist das, was wir dazu denken. Ich habe Wasser entdeckt. Du hast es jetzt erst entdeckt. Ist jetzt durchgehalten, Herbert. Ich wollte nur dazu sagen, das ist nämlich hier eine Anmerkung gewesen, dass irgendwie Leute bei mir auf der Couch leiden würden, weil sie kein Wasser kriegen würden, während ich hier meine Wasserflasche hätte. Wasser? Ich habe heute extra nicht getrunken, habe aber dafür gesorgt, dass alle Wasser haben. Und das ja, die ich letzten, habe Wasser. Also letzten nein, Mal habe hatten Wasser. Die Leute auch Wasser. Also hier ist ein Wasserglas. Der Sepp sorgt prima für uns. Das ja, braucht ihr nicht nochmal fragen. Ein super Gastgeber, ehrlich. Ja, ein super Gastgeber. So, jetzt weiter. Letzte Frage. Also die privaten Fragen von wegen, wie ihr Familienleben und überhaupt... Ich meine, es sind ja 120 bis 400 Wochenstunden zu erwarten, also da gibt es keine Familie mehr, ist klar. Das lassen wir außen vor. Deswegen, letzte Frage. Hättest du als Abgeordneter oder hättet ihr als Abgeordnete lieber eine Partei mit vielen programmatischen Themen, ich nehme dann auch an, abgesegnet als Anträge und sowas, oder nur Kernthemen und Grundwerten, aus denen ihr politisches Handeln ableiten könntet und begründet? Ich würde das gerne differenzieren. Ich hätte gerne ein ganz, ganz schmales, kleines Grundsatzprogramm, wo unsere Grundwerte drin definiert sind, aber so etwas wie ein Abgeordnetenkodex, der viel weiter gefasst ist. Ja, also wirklich zwei völlig verschiedene Dinge, weil du kannst nicht mit einem gigantomanen Grundsatzprogramm auf die Straße gehen und Wahlkampf machen und sagen, hallo, und diese 800 Seiten müssten Sie mal eben lesen. Ja, das schaffen wir aber locker. Dass wir die 800 Seiten zusammenkriegen, ist nicht das Problem, nur das kann doch niemand mehr lesen, das ist Quatsch, so kann man keine Politik machen. Ich finde es toll, diese 800 Seiten für die Abgeordneten zu haben. Das ist okay. Aber ein Wahlprogramm muss etwas ganz Schickes, Schlankes sein, maximal schön. 10 wunderbar formulierte Thesen, mit denen kannst du richtig toll in den Wahlkampf gehen. Da kannst du den Leuten genau sagen, das wollen wir in 10 Thesen. Kann man auch an der Kirchtür nageln. Und das reicht. Aber die Abgeordneten, die brauchen mehr. Jein. Ja. Nee, ich habe vorhin gesagt, wir müssen zu jedem Stellung nehmen. Wir brauchen auch Anträge für jedes. Sonst bewegt sich nichts. Und deswegen hätte ich lieber eine Partei mit einem Programm mit mehr Themen. Ein Programm in dem Sinn haben wir ja schon. Ja? Also wir haben die ARGs, die erarbeiten Sachen, wir haben das Liquid Feedback, wo wir drin gucken können, was sind die Themen, die ein gutes Quorum haben. Ja?
da brauchen wir jetzt nicht ein Programm für schreiben, das haben wir alles da. Ja. Und wenn ich mich da drin erde und ein Grundsatzprogramm da ist, das verständlich ist, ja, wer liest ein langes Grundsatzprogramm? Da hast du vollkommen recht. Ja. Es gibt nur wenige, die überhaupt ein Grundsatzprogramm einer Partei lesen. Außer die Partei und die, schon feststellte. Und die Presse selbst. Ja. Aber ich brauche eine Partei mit vielen Themen, denn dann kann ich die Themen der Partei vertreten. Wenn ein Thema nicht drin ist, muss ich mir selbst ein Statement dazu bilden. Und dann ist es mein Statement und es ist nicht das Statement der Partei. Wobei ich sage, ich übernehme das Statement der Partei nur, wenn ich das persönlich auch so sehe. Wenn ich persönlich sage, da kann ich hinterstehen, ja, das ist okay. Ist nicht ganz das, was ich mir vorstelle, aber ich bin ja da nicht, weil Herbert Förster da sein soll. Ich bin ja nicht die Partei Herbert Förster, sondern ich bin in der Piratenpartei. Und die tut ja ihr Übriges dazu, dass die Leute dort im Mandat sind und Begriffsbestimmungen hin und her. Wenn ich als Pirat in einem Parlament bin, muss ich auch Piratenpartei vertreten im Rahmen meines eigenen Gewissens. Und dafür brauche ich natürlich Punkte, an denen ich mich ankern kann. Punkt. Die Frage ist wieder in der typischen Manier gestellt, möchtest du lieber das eine oder das andere? Ja. Und meine Lieblingsantwort wird immer sein, sowohl als auch. Denn beide, das Kurze, die Kurzfassung, also auch die Langfassung, sind Ausfluss genau des gleichen Prozesses, nur auf unterschiedlichen logischen Ebenen sozusagen der Kategorie, wie es dargestellt wird. Also brauchen wir natürlich beides. Schön wissenschaftlich erklärt. Okay. Dann würde ich sagen, wären wir durch. Das war dann die letzte Folge von mir, von MDB in Spe. Wenn ich das richtig sehe, wird es bei Piraten Streaming heute Abend noch einmal eine Veranstaltung geben. Und zwar macht der Olaf aus Frankfurt auch Streams mit Leuten, die er fragt. Ich weiß jetzt nicht mehr, wer da war, aber das ist auf der PPH auch noch erläutert worden. Und, Boris Reifschneider ist da, weiß ich. Boris ist heute Abend da? Ja, ja. Okay, den habe ich heute, glaube ich, da nicht gelesen, der Mail, aber ist egal. Ich glaube, ich habe Knut und Arne gelesen, Arne, aber genau, ich bin mir nicht sicher. Doch, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass der Arne Pfeilstrecker und der Knut Bench da sein werden. Und wenn der Boris dann auch da ist, vielleicht ist der als Zuschauer da, das jo. Wissen wir nicht, aber ihr könnt alle nochmal winken und ich würde sagen, ja, Dankeschön. Kommt nach Grünberg. Tschüss. Ciao. Tschüss.